Geht jetzt wieder? Jetzt geht es wieder. Okay. Ja, wir müssen nur den Tafsir von Ibn Kathir lesen. So wie Mariam uns den auch vorgelesen hat, ne? Ist Mariam in drinne? Ja, ne? Bestimmt. Ja, wenn Mariam später reinkommt, kann sie uns das nochmal vorlesen. Tafsir Ibn Kathir. Hören wir weiter. Viele Geschichten über den Propheten, Friede sei mit ihm, die seinen noblen Charakter zeigen. Einmal brachte ein armer Mann dem Propheten Trauben als Geschenk. Der Prophet aß eine nach der anderen, aber er bot keinem seiner Gefährten Trauben an. Der arme Mann ging glücklich fort. Da fragten die Gefährten, warum er ihnen keine gegeben hatte. Der Prophet antwortete, dass die Trauben sehr sauer gewesen waren. Hätte er sie den Gefährten gegeben, hätten sie vielleicht ihr Gesicht verzogen und damit den alten Mann gekränkt. Siehst du die Güte des Propheten? Das ist in der Tat eine schöne Erzählung. Das ist in der Tat eine schöne Erzählung. Aber Ali, ich habe unlängst eine Fatwa dazu gelesen. Siehst du, die Muslime versuchen sich so gut es geht an die gute Seite von Mohammed. Also es gibt ja auch in den Hadithen auch eine andere, ne, wo er so ein bisschen liebevoller ist, so ein bisschen barmherziger und sowas. Ne? Aber dann gibt es auch die Hardcore-Seite von ihm. Und die meisten Muslime lassen halt diese Hardcore-Seite von ihm außer Acht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil diejenigen, die sich dann auf seine harte Seite beziehen, beziehen sich genauso auf ihn, wie die, die sich auf die Barmherzigkeit von Mohammed beziehen. Versteht ihr, wie gefährlich das ist, die Person Mohammeds? Er ist sowohl als auch. Sowohl als auch. Im Internet kursieren viele Geschichten. Eine Fatwa? Ja, ein muslimisches Rechtsgutachten. Es sagt, dass diese Geschichte erfunden ist. Sie kommt nicht aus den Hadithen. Leider gibt es viele erfundene Geschichten. Daher muss man genau auf die Quellen achten. Ja. Nur, was im heiligen Koran steht und in den authentischen Hadithen hat Geltung. Aber auch dort sehen wir, wie vollkommen der Prophet, Friede sei mit ihm, gewesen ist. In Sure 3 lobt Allah die Menschen, die den Zorn unterdrücken und den Mitmenschen vergeben, denn Allah liebt die, der Gutes tun. Und der Prophet war ein Spiegel. Genauso sieht's aus, an das habe ich auch gedacht, an irgendeinen wie Adi oder Escobar und so. Sie waren ja auch gegenüber ihrem Volk sehr, sehr barmherzig. Aber was haben sie im Gegenzug gemacht? Haben voll viele Menschen ermordet, ne? TikTok sportlich. Ja? Nur weil jemand liebevoll ist, heißt es ja aber noch lange nicht, dass sein ganzer Charakter auch liebevoll ist. Weil das sehen wir auch anhand von Adi. Er war ja auch sehr, sehr lieb zu seiner Familie, zu seinen Tieren und so. War sehr tierlieb. Aber ging zu und zig von Millionen Menschen in den Buch geschickt. Dieses Gebotes. Ein Beduine stand auf und urinierte in der Moschee. Als die Leute nach ihm griffen, um ihn zu schlagen, da sagte der Prophet, Friede sei mit ihm, lasset ihn und gießt einen Eimer Wasser oder etwas mehr auf seinen Urin. Ja, da könnt ihr alle das Gleiche mal machen. Geht in die Moschee und schaut mal, ob die Muslime die Barmherzigkeit ihres Propheten nachahmen. Geht da rein, zieht eure Hose runter und uriniert einfach auf den Gebetsteppich dort. Diese Hadith dürfen sie euch nicht ein Haar krümmen. Mal gucken, ob sie es aushalten. Denn eure Aufgabe besteht darin, es den Menschen leichter zu machen, nicht es ihnen zu erschweren. An anderer Stelle sagt der Prophet weise, der wahre Starke ist nicht derjenige, der in einem Ringkampf siegt, sondern der wahre Starke ist derjenige, der sich in seinem Kampf beherrscht. Oder der am meisten gehasste Mensch ist der unverschämt Streitsüchtige. Der Prophet, Friede sei mit ihm, verkündete auch Toleranz. Als einmal die Leute ihn aufforderten, die Götzendiener zu verfluchen, antwortete er, ich bin nicht gesandt worden als Flucher, sondern als Barmherzigkeit. Als Barmherzigkeit. Da war das Mutter, vor allem Mädchen, die sie zu schlagen, da sagte der Prophet, Friede sei.
Aber auch dort sehen wir, wie vollkommen der Prophet, Friede sei mit ihm, gewesen ist. Er irrte in der Moschee. Als die Leute nach ihm griffen, um ihn zu schlagen, da sagte der Prophet, Friede sei mit ihm, nur stark ist derjenige, der sich in seinem Zorn beherrscht. Jetzt habe ich aus Versehen hoch und runter gescrollt. Oder der von Allah am meisten gehasste Mensch ist der unverschämt Streitsüchtige. Der Prophet, Friede sei mit ihm, verkündete auch Toleranz. Als einmal die Leute ihn aufforderten, die Götzendiener zu verfluchen, antwortete er, ich bin nicht gesandt worden als Flucher, sondern... Habt ihr das gerade gehört? Der Mohammed wurde nicht gesandt als Flucher, aber an seinem Sterbebett hat er die Juden und Christen verflucht. Seht ihr? Alles widersprüchlich. Hängt das oder hört ihr mich gut? Jetzt ist wieder, jetzt wird gut. Wir hören dein Netz. Wir hören dein Netz. Hallo, das ist kein Hetz, das ist Aufklärung, Mann. Was Hetze? Das ist zwar Hetzologie vom Feinsten in Sachen Aufklärung, aber ne? In Liebe, in Love. Danke, Besen. Danke, Löwen. Love is in the air. Das geht euch nicht mehr aus dem Kopf, ne? Kommt zum Herrn, zur einzigen Wahrheit, genau. So sieht das aus. Kommt zum Herrn, zur einzigen Wahrheit. Der ist der Vollkommene, der Perfekte, der Heilige, der Gerechte. Als Barmherzigkeit. Der Heilige Koran lehrt ja, es soll kein Zwang sein im Glauben. Wie du siehst, Zack, unser Prophet, Friede sei mit ihm, war barmherzig. Er war bereit zu verzeihen, milde und um die Menschen besorgt. Er hatte ein gütiges... Habt ihr das gehört? Er war barmherzig und bereit, immer zu verzeihen. Warum hat er dann nicht Kaab ibn Ashraf einfach verziehen, als dieser ihn kritisiert hat? Nur Kritik! Er hat ihn nicht mal angegriffen. Wahnsinn, ne? Milde! Ja. Ja, das ist die Gehirnwäsche, die Muslimen unterzogen wurde. Das ist die Gehirnwäsche. Das ist die Gehirnwäsche. Herz und war großzügig. Großzügig. Bei Al-Bukhari heißt es, der Prophet schlug nie jemanden etwas aus, wenn er ihn bat. Außerdem leitete er viele soziale Reformen ein. Damals war es unter den Arabern üblich, Kinder, vor allem Mädchen, die sie nicht wollten, in der Wüste im Sand zu vergraben. Seht ihr die Lüge? Der Prophet, Friede sei mit ihm, verurteilte diese gottlose Praxis. Er setzte sich für Witwen und Waisen ein. Das ist das Propaganda. Er kannte ja das Los der Armen. Er verbesserte die Situation der Frauen. Ihr Zeugnis vor Gericht machte er gültig. Damit konnten sie sogar eine Scheidung beantragen. Wahnsinn. Er war auch mutig im Kampf gegen die Feinde. Vor allem aber brachte er den Menschen den Glauben an den einen wahren Gott und führte viele aus dem grässlichen Irrtum des Götzendienstes. Das hört sich nach einem ganz anderen Mohammed an, als den, den wir kennen, ne, ihr Lieben? Nach einem ganz anderen Mohammed, ne? So sind Muslime, das glauben sie von ihren Propheten. Wahnsinn, ne? Das glauben sie ernsthaft, das ist ja das Schlimme. Sie glauben fest daran, dass Mohammed so ein Mensch war. Absolut krass, ne?
Sheikh Abu Amir kommt gleich wieder. Hello. Nice to see you. Is it? Good now. Danke dir, danke, danke. So. Hören wir weiter, ihr Lieben. Das ist echt interessant, dieses Gespräch. Und jetzt die Reaktion von ihm. Danke, Mann. Ich danke euch. Ich sehe, wie hoch ihr euren Propheten schätzt und ehrt. Ich bin sicher, eure Gelehrten haben sich bemüht, euch das Vorbild Mohammeds zu zeigen und euch dadurch zu guten Muslimen und guten Menschen zu machen. Mit anderen Worten, die Gelehrten haben gut euch getäuscht, was die Person Mohammed angeht. Weil wenn wir in die gleichen Schriften eintauchen, in der ihr mir beweist, dass Mohammed so ein barmherziger Mensch war, genau die gleichen Schriften benutze ich, um euch zu zeigen, dass Mohammed alles andere als barmherzig war. Wahnsinn, ne? Und daran sieht man, dass man den Islam überhaupt nicht vertrauen konnte, den Hadith. Ah, keine Frage. Mohammed trat gegen die Götzen auf. Er verkündete einen Gott. Er lehrte Großzügigkeit gegenüber den Armen und übte sie auch. Er verurteilte Diebstahl, Unzucht und Kindesmord. Er lobte die Befreiung von Sklaven, konnte milde und nobel sein. Aber macht ihn das zu einem Gesandten Allahs? Genau, macht ihn das zum Gesandten. Gab es nicht gute und weise Menschen zu allen Zeiten? Und was, wenn diese gute Seite des Propheten, die ihr beschreibt, nur die halbe Wahrheit ist? Nur die halbe Wahrheit ist. Aus denselben Hadithensammlungen, aus denen ihr mir die Güte des Propheten zeigt, stammen auch ganz andere Berichte. Ihr sagt, dass Mohammed ein Mann des Friedens war. Wie kommt es dann, dass ihr allein zwischen 623 und 630, also in weniger als 8 Jahren, 28 militärische Kampagnen führte? Ihr werdet sagen, dass dies nur zur Verteidigung geschah. Nee. Doch eure eigenen Quellen berichten von zahlreichen Überfällen auf Karawanen aus Mekka. So sieht's aus. Es waren Angriffe durch Muslime. Ja, aber diese Überfälle waren gerechtfertigt. Als die Muslime wegen der Verfolgung aus Mekka flüchteten, mussten sie viel von ihrem Besitz zurücklassen. Sie holten sich also nur zurück, was ihnen gehörte. Wirklich? Und warum waren sie entschlossen, so viele als möglich dabei umzubringen, wenn es nur um die Güter ging? Man kann die Sache bei Ibn Ishaq und Ibn Kathir nachlesen. Aha. Waren denn die Karawanentreiber schuld, dass sie den Tod verdienten? Laut euren eigenen Quellen waren die Überfälle Vergeltung für die Schmähung des Propheten. So sieht's aus. Und diese vielen Überfälle mündeten schließlich in der Schlacht von Badr.
Auch hier waren die Muslime die Angreifer. Die Mekkaner schickten 900 Mann, nicht um die Muslime anzugreifen, sondern um eine Karawane zu schützen. Es waren Muslime, die den Befehl zum Angriff hatten und sie zur Schlacht zwangen, indem sie ihnen den Weg zum Wasser abschnitten. Ich erfinde das nicht. Ihr könnt es in euren eigenen Quellen nachlesen. Siehst du? Oder wie war der Angriff auf den Ort? Was Mohammed den Quraysh angetan hat, ne? Was die Muslime der damaligen Zeit den Quraysh angetan haben. Das ist unglaublich. Und Bani Mustalik, ein defensiver Krieg. Sahih al-Bukhari berichtet, dass der Prophet plötzlich und ohne Warnung über die Menschen hereinbrach. Aha. Sie waren gerade dabei, die Rinder zu tränken. Aha. Die kampffähigen Männer wurden getötet und die Frauen und Kinder gefangen genommen. So sieht's aus. Eine der Frauen, die sehr schön war, nahm sich der Prophet sogar zur Ehefrau. Da war das Makbariya. Und der Prophet nahm sie nicht einfach, sondern er fragte sie und sie willigte ein. Und das geschah aus Liebe und Achtung? Aus Dankbarkeit. Mohammed schlachtet einfach ein Dorf ab, TikTok sportlich, und dann nimmt er sich dort die schönste Frau, und dann sagt dieser Islamkritiker, sagt er, ja, und da hat der Mohammed sie zur Frau genommen. Dann sagt dieser Muslim, ja, sie hat das freiwillig getan. Also dann sagt er, bei aller Liebe, also die hat es dann freiwillig getan, ihn als Mann zu nehmen, wenn sie sieht, dass ihr ganzes Dorf abgeschlachtet wird. Ist das also Freiwilligkeit oder was? Die Muslime sind am Ende. Die Muslime sind am Ende. Es ist einfach nur peinlich, was die Muslime hier in Europa verzapfen. Jetzt versteht ihr auch, warum der Islamische Staat in Irak und Syrien so brutal vorgeht. Weil sie das nicht leugnen. Weil sie die Sira von Mohammed so sehen, wie sie auch ist. Deswegen haben sie das den Jesidinnen angetan. Die Biografie Mohammeds ist die Personifizierung des Islamischen Staates. Heftig, ne? Geld für die Tötung der friedlich arbeitenden Leute ihrer Sippe? Auch wenn eure Quellen betonen, wie das Heiratsangebot durch den Propheten großzügig die Schmach der Niederlage von den Besiegten abwendete und ihrem Stamm erlaubte, ehrenhaft Muslime zu werden, habe ich eine andere Sicht. Für mich war diese Frau mutig. Sie brachte sich selbst als ein Opfer für ihr Volk. Denn nachdem sie in die Hochzeit einwilligte, ließ Mohammed die Gefangenen frei und gab die geplünderte Beute zurück. Seht ihr, erst als diese Frau vom Stamm so mit Mohammed geheiratet hat, erst dann hat er aufgehört, da weiter, ja, dementsprechend weiter Nackentherapie zu machen. Wahnsinn. Die vielen Toten, die konnte euer Prophet natürlich nicht wieder lebendig machen. Und nicht immer ging die Sache so aus. Als die Muslime ihre Gegner bei Hunayn, so glaube ich spricht man das aus, besiegten, eine Schlacht, die in Sura 9 des Korans erwähnt wird, da trug sich Folgendes zu. Sahih Muslim und Abu Dawud berichten, dass nach dem Sieg einige Gefährten des Apostels zögerten, Sex mit den weiblichen Gefangenen zu haben, da deren heidnische Männer noch am Leben waren. Seht ihr? Lobte Mohammed sie für ihr Zögern und verbot Sex mit Gefangenen? Seht Nein. ihr? Stattdessen offenbarte er ihnen plötzlich einen neuen Vers des Korans. So ist das. Und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer ausgenommen denen, solche, die eure Rechte besitzt. Das heißt Sklavinnen. Sklavinnen. Mohammed erlaubte seinen Gefährten also, Sex mit den erbeuteten Sklavinnen zu haben. Ist das gut? Oder was ist mit dem jüdischen Stamm der Banu Qurayza? Bei der Grabenschlacht, als die Mekkaner Medina belagerten, halfen sie den Muslimen, indem sie ihnen Geräte borgten. Aber so behaupteten wenigstens die Muslime, die Juden späten Greifern, indem sie ihnen Essen lieferten. Mohammed zog daraufhin zur Festung der Qurayza. Die Juden waren bereit, die Burg ohne Hab und Gut zu verlassen und die Anlage Mohammed zu übergeben. Mohammed aber forderte ihre bedingungslose Aufgabe. Das taten sie nach 25 Tagen. Daraufhin wurden alle Männer und alle Knaben, die schon Schamhaare hatten, enthauptet. Siehst du? Die Gefährten Mohammeds halfen dabei. Ali wird erwähnt und Al-Zubayr. Sie töteten 600 bis 900 unbewaffnete Männer. Frauen und Kinder wurden versklavt und einige für Waffen und Pferde verkauft. Ihr Besitz als das, was sie den Jesiden angetan haben, habt ihr das gesehen, diese ekelhaften Videos des Islamischen Staates, als sie die Jesiden alle nacheinander in Ketten geführt haben zu ihrem eigenen Grab.
Und das haben sie auch da, das hat Mohammed damals den Juden angetan. Ja, das hat der Mohammed den Juden von Banu Qurayza angetan. Er hat Gräben in Medina ausgraben lassen und dann hat er 600 bis 900 Juden nach und nach Nackentherapie verpassen lassen. Und die Leute des Islamischen Staates haben dann nach und nach die Jesiden in Massengräbern dann umgelegt. Wisst ihr, wie grausam der Islam ist? Deswegen, jedes Land, das den Islam ablehnt als Religion und auch nicht Fuß fassen lässt, ist ein sehr, sehr intelligentes, wundervolles Land. Wundervolles Land mit einem sehr, sehr scharfsinnigen Verstand. Ja. Wie ich euch gerade gesagt habe, man müsste diese Leute eigentlich vor die Wahl stellen. Entweder Islam, dann bitteschön ein islamisches Land suchen oder Demokratie mit uns, neben uns in Freiheit zu leben. Das war's. Beides passt ja nicht. Scharia und Demokratie geht ja nicht. Das ist ja bekloppt. Islam und Demokratie ist ja niemals miteinander vereinbar. Beute verteilt. Aber Sek. Das Urteil über die Caressa hat nicht der Prophet selbst gesprochen. Er ließ einen Richter einsetzen, dem zuvor auch die Juden zustimmten. Und das macht diese grausame Tat gerecht? Stand der Prophet nicht über einem ungerechten Richter, der vielleicht selbst Angst vor den Muslimen hatte und deswegen so urteilte? Waren denn alle hingerichteten Männer wirklich Verräter? Hatten sie denn alle gegen die Muslime gekämpft? Waren alle schuldig, Knaben, Frauen und Kinder? Hätte Mohammed sie nicht gehen lassen können, wenn er der stets milde, gütige, vollkommene Gesandte Gottes war? Nein, Mohammed selbst nahm sich an jenem Tag eine Sklavin aus dem jüdischen Stamm. Safia. Oder was ist mit dem Kaiba? Ein friedliches Bauerndorf. Ibn Ishaq berichtet, wie die Muslime zu diesem Dorf zogen, wo die Menschen gerade mit Schaufeln und Körben auf dem Weg in die Felder waren. Diese ganzen jüdischen Dörfer, die haben Mohammed nie etwas getan. Er ist einfach losgezogen und hat die Dörfer einfach vernichtet. Und die Leute einfach ausgeraubt. Wahnsinn, ne? Ja, natürlich sollen wir unseren Nächsten lieben, aber das heißt ja nicht, dass wir Aufklärungsarbeit nicht machen sollen. Ich möchte nur die Dinge klarstellen, so wie der, habt ihr gesehen, als der Pier Vogel jetzt auf einmal hier in TikTok angekommen ist und die ganze Zeit seine eigenen Schriften verdreht, damit sie den Wünschen und den Launen der Nicht-Muslime angepasst sind. Er lügt und betrügt die ganzen Beteiligten und auch die ganzen Muslime, die ihm zuhören, die denken, oh, endlich, da ist unser Pier Vogel, der uns weiterhin belügt und jetzt den ganzen Kuffar zeigt, dass der Islam doch nicht so grausam ist, wie der islamische Staat ihn darstellt. Es ist unglaublich. Und diese armen Muslime, die Pier Vogel zuhören, sind nicht in der Lage, selber auf die Suche zu gehen, um die Geschichte des Islams wirklich eins zu eins so zu sehen, wie sie auch ist. Ohne etwas zu verschönigen oder drumherum zu reden? Nein, nein. Die Muslime haben verlernt, ihren Verstand zu benutzen. Das ist das. Sie haben es verlernt. Sie nehmen sich nicht die Zeit zu lesen. Sie nehmen sich nicht die Zeit, ein aufklärendes Video darüber zu sehen. Ja. Waren denn so Menschen aus, die sich im Krieg befanden? Nein, es waren Bauern. Sie flohen. Mohammed griff sie nicht sofort an. Er wartete, ob sie am Morgen den Gebetsruf anstimmen würden. Der kam nicht. Da sie also nicht zum Islam konvertiert waren, griff Mohammed sie an. Seht ihr? Vielleicht wurden sie ja angegriffen, weil sie mit den Feinden Allahs verbündet waren. Die Kaiba? Warum durften sie dann nach der Eroberung durch die Muslime in ihrer Oase bleiben? War die Gefahr des Verrats nun gering? Nein. Damit ging es um Beute und Profit. Die Kaiba durften bleiben, nur mussten sie nun die Hälfte des Ertrages ihres eigenen Landes an die Muslime abliefern. Ein paar Jahre später wurden sie trotzdem von Kalif Umar vertrieben. Denn nun wurde die arabische Halbinsel von allen Nichtmuslimen gesäubert. Seht ihr? Ihr glaubt, Islam brachte den Menschen Frieden? Wohl nur denen, die sich dem Islam unterwarfen. Krieg ist nie etwas Schönes. Aber du vergisst, Zeg, dass auch die Israeliten Krieg geführt haben. Sicherlich. Und vieles davon ist hart zu ertragen. Aber hier ist der Unterschied. Kein Jude oder Christ muss sich heute daran ein Beispiel nehmen, so wie Muslime sich an Mohammed, dem angeblich so vollkommenen Menschen, ein Beispiel nehmen müssen. Ja. Im Gegenteil. Der Christ muss versuchen, Jesus auf einem ganz anderen Weg nachzufolgen,
ein Weg der Liebe und Vergebung, selbst für die Feinde. Die Christen müssen bereit sein, für ihren Glauben zu sterben, nicht für ihren Glauben zu töten. Jesus sagt, alle, die zum Seht ihr, wir Christen müssen bereit sein, für unseren Glauben zu sterben und nicht zum Schwert zu greifen, um uns für unseren Glauben zu töten? Aha! Das ist der große Unterschied. Ja, genau, siehst du, Sahih al-Bukhari, sehr gut. Da habt ihr es, 3152, vertreibt alle Christen, siehst du, das war Mohammed. Das ist mit einer der wichtigsten Gespräche, das ist so gut gemacht worden. Wirklich Hut ab vor demjenigen, der das erstellt hat. Wirklich Hut ab. Absolut korrekt recherchiert, absolut korrekt widerlegt und immer noch so ruhig und locker geblieben. Hammer. Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Ja. Und danach lebten die ersten Christen auch. Sie machten keine Beute, sie versklavten keine Frauen für Geschlechtsverkehr, sie unterwarfen sie... Ja genau, Philipper 1,21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, richtig? Richtig. Richtig. Richtig, Amen. Nicht die Welt mit Waffen. Sie waren bereit, noch im Tod für ihre Verfolger zu beten. Seht ihr? Mohammeds Botschaft war ganz anders. Sicher, er war ein kluger, mutiger Eroberer und Feldherr. Und als solcher begann er seinen heiligen Krieg zur Unterwerfung der Welt und zur Ausbreitung des Islam. Seht ihr? Das stimmt nicht. Der heilige Krieg, der Dschihad, ist zuerst ein Kampf gegen sich selbst. Ein Krieg ist es nur, wenn Muslime sich verteidigen müssen. So wie wir schon in den Beispielen gesehen haben. In Sahih al-Bukhari fragte ein Mann den Propheten, welcher es sei, der für die Sache Allahs kämpfe. Jener, der Beute machen will, jener, der berühmt werden will oder jener, der seine Waffenkunst zeigen möchte. Darauf antwortete der Prophet, es ist der, der dafür kämpft, dass Allahs Wort, der Islam, durchgesetzt wird. Durchgesetzt wird, seht ihr? Was geht es also? Um Selbstverteidigung? Siehst du? Wisst ihr noch, als der islamische Staat gesagt hat, da gab es eine Szene von Wise News. Das könnt ihr euch alle angucken. Das ist mit die beste Dokumentation über den islamischen Staat. Die Leute von Wise News haben die Berechtigung gehabt, in den islamischen Staat zu reisen und dort die Kämpfer des islamischen Staats zu interviewen. Und da gab es einen Checkpoint, wo ein islamischer Staat, also ein Soldat des islamischen Staats gesagt hat, hat er auf seine Kalaschnikow gezeigt und hat gesagt, damit werden wir Scharia durchsetzen. Damit werden wir Scharia durchsetzen. Aufgrund der Aussagen von Mohammed. Damit das Wort Allahs am höchsten steht. Auch wenn es den Götzendiener zuwider ist. Siehst du? Danke, danke. Guckt euch das bitte an. Für diejenigen, die Englisch verstehen. Wise News heißt das. V-I-C-E. Und dann News auf Englisch. TikTok sportlich, ne? Und The Islamic State. Wise News, Islamic State. Das ist die beste Doku, die ich je gesehen habe. Da kannst du ja diese Dokumentation von Jürgen Thonhöfer in die Tonne kloppen. Ne? Die waren direkt an der Front, alles. Die haben alles miterlebt, alles aufgezeichnet. Wahnsinn, ne? Die haben dort gezeigt, wie der islamische Staat funktioniert, wie dort Jizya genommen wird, wie dort gehandelt wird, alles, der ganze Alltag im islamischen Staat in Irak und Syrien. Das war heftig, die Dokumentation. Ja, genau. Wise News Islamic State, ja. Hier, Leute, da ist das, da. Wise News Islamic State, für alle, die sich dafür interessieren. Das hatte direkt nach ein paar Monaten sofort mehrere Millionen Aufrufe. Ihr seht also, dass wenn Muslime sagen, dass der islamische Staat nichts mit dem Islam zu tun hat, dann sind das ein Haufen von Nichtnutzer und Jahils, ne? Eindeutig. Entschuldigung? Nein. Es geht um die Durchsetzung des Islam. Es geht um die Durchsetzung des Islam. Mit Waffen kämpfte Mohammed. Mit Waffen kämpfte Abu Bakr in den Ritterkriegen gegen das eigene arabische Volk, das sich nach dem Tod von Mohammed vom Islam abwandte.
Wovon redet der gerade hier? Dass Abu Bakr gegen sein eigenes Volk gekämpft hat in den Rinderkriegen. Nach dem Tod Mohammeds sind sehr, sehr viele Leute vom Islam abgefallen und wollten gar nicht die Zakat mehr bezahlen. Und dann wurde Abu Bakr so zornig, als er gesagt hat, ich werde euch bekämpfen. Und hat alle Leute bekämpft und umgebracht, TikTok-sportlich. Die keine Zakat bezahlt hatten, also diese Steuer da, Almosensteuer. Wahnsinn, ne? Mit Waffen breiteten die Kalifen die Botschaft des Islam von Indien bis Spanien aus. Sie waren Krieger, keine Missionare. So ist das. Sie ließen nicht ihren Besitz zurück. Es gibt keine Missionierung im Islam. Das, was wir hier sehen, ist nur die zweite Etappe in Mohammeds Leben, die Verkündigung. Sie laden euch jetzt nur so lange ein, bis sie die Oberhand haben. Wenn sie die Oberhand haben, dann werden sie nicht mehr Dauer machen. Sie werden euch zum Islam zwingen, das war's. Das ist Islam, islamische Geschichte. Sobald die Mehrheit erreicht ist, rufen sie nicht zum Frieden auf, das war's. Um das Wort Allahs friedlich zu verbreiten. Diese Zeit war vorbei, nachdem Mohammed in Medina seine Armee bekam. In Mekka hatte er noch als friedlicher Prediger gewirkt. Seht ihr? Und wenig Erfolg gehabt. Er hat keinen Erfolg gehabt. Mit der Armee Medinas im Rücken änderte sich das. Wie viel Blut tropfte von seinem Schwert und den Säbeln seiner Gefährten? Mächtig wurde er und mächtig wurden seine Kalifen. Ist es ein Wunder, dass bald Muslime mit Muslimen kämpften? Sie stritten in der ersten Fitna um die Vorherrschaft. Die einen metzelten die anderen nieder, wie in der Schlacht von Narwan. In der Schlacht von Narwan. Muslime gegen Muslime, sie schlachten sich da nieder bis zum geht nicht mehr, TikTok sportlich. Das ist so eine grausame Geschichte, was der Islam für ein Vermächtnis hinterlassen hat, ne? Wenn also Katholiken und Protestanten in Irland gegeneinander kämpfen, dann sind das christuslose Christen, weil Christus gesagt hat, liebe deinen Feind, tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Und wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Pack das Schwert weg. Absolute Gewaltlosigkeit, seht ihr? Es sind also christuslose Christen. Aber wenn Muslime die Vorherrschaft haben wollen, dann wollen sie ja regieren, so wie ihr Prophet, wie Mohammed. Sie wollen über die anderen herrschen und erklären die anderen Muslime zu Kuffar. Das ist Wahnsinn. Ganz gefährlich, Ria, ganz gefährlich. Uriya, und der Prophet nahm sie nicht ein. Von Narwan. Von den ersten vier Kalifen starb nur der erste eines natürlichen Todes. Und sind nicht die ersten vier es, die von allen Sunnis als recht geleitete Kalifen betrachtet werden? Nach den bescheidenen Anfängen in Mekka wurde der Islam mit einer Armee im Rücken wie ein neuer Glaube. Den Eindruck habe ich zumindest, wenn ich eure Quellen lese. Es tut mir leid, und ich weiß, das ist schwer für euch anzuhören. Es ist nicht meine Absicht, über euren Propheten schlecht zu reden. Bitte überprüft alles, was ich sage. Seht ihr, überprüft ja, alles, was wir Mohammed sagen. Mohammed tat Gutes. Aber es gibt auch eine andere, dunklere Seite. Er ließ Gegner und Dichter, die über ihn spotteten, feige ermorden. Er bestrafte manche... Seht ihr, er ließ Dichter und Leute, die ihn kritisiert haben, feige ermorden, der Mohammed. TikTok sportlich. Das finden wir in Sahih Bukhari 30:32, die Geschichte um Ka'b ibn Ashraf. Er hat ihn hinterrücks und feige ermorden lassen, der Mohammed. Heftig, ne? Sahih Bukhari 30:32. Das Video ist heftig, ne? Das Video ist Gold wert, ne? Dieses Gespräch. Weil ihr wisst ja, dass die Muslime genauso argumentieren. Deswegen hat er das auch so erstellt, das Video. Weil er hat sich schon millionenfach diese Argumentation angehört. Von Muslimen hat er sich das alles aufgeschrieben. Und das alles in so einer Art, ja, so cartoonmäßig so rübergebracht. Voll genial gemacht. Ich zeig euch später, wie das heißt. Feinde mit fürchterlicher Grausamkeit. Ihnen wurden Hände und Füße abgehackt, die Augen ausgebrannt. Und man ließ sie im Sand verbluten. Warum? Zur Abschreckung? Als Strafgericht Allahs? Al-Bukhari und Sahih Muslim berichten über die Worte des Propheten, mir wurde von Allah befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, dass niemand würdig der Verehrung ist, außer Allah und dass Mohammed... Wo finden wir das? In Sahih Muslim, Hadith 22 müsste das sein. Ja genau, Sahih Muslim, Hadith 22. Mir wurde von Allah befohlen, gegen
alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen sie dieser Forderung nach, so sind ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher. Das ist ein Mörder gewesen. Der hat erst aufgehört, das Schwert in die Menschen reinzuschlagen, TikTok-sportlich, bis sie die Schahade aufsprechen. Ja, da könnt ihr das sehen. Top-Dokumentation. Weiß nur, Islamic State. Genau. Der gesamte Allahs ist. Dieser Kampf richtete sich sicher vor allem gegen die Polytheisten. Aber auch die Juden und Christen wollte er aus der arabischen Halbinsel vertreiben. Seht ihr? Selbst jene, mit denen er Verträge geschlossen hatte. Für alle diese Berichte habe ich die Nummern der Hadithen aufgeschrieben. Ihr könnt es nachprüfen. Mit Beweise. Aber ich verstehe nicht. Wie kann all das stimmen, wenn der heilige Koran, der viel wichtiger als alle Hadithen ist, das Gegenteil davon lehrt? Sure 2 lehrt. Wahrlich, die Gläubigen und die Juden und die Christen und die Sabäer, wer immer unter diesen wahrhaft an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und gute Werke tut, sie sollen ihren Lohn empfangen von ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern. Sure 5 lehrt, wenn jemand einen Menschen tötet, es sei denn für Mord an einem anderen oder für Gewalttat im Land, so soll es sein, als habe er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Sure 109 lehrt Toleranz und ein friedliches Miteinander. Alles abonniert! Ich will das nicht verehren, was ihr verehret. Noch wollt ihr das verehren, was ich verehre. Euch, euer Glaube und mir, mein Glaube. Eine Hadithe kann nicht wahr sein, wenn sie dem heiligen Koran widerspricht. Der heilige Koran lehrt die Wahrheit. Ich habe mich anfangs auch gewundert, dass es solche Unterschiede gibt. Aber es gibt sie nicht nur zwischen Koran und den Hadithen. Im Koran selbst gibt es solche Verse, wie du sie zitiert hast, und Verse, die ganz anders klingen. In Sure 9 zum Beispiel heißt es, kämpft wider diejenigen aus dem Volke der Schrift, also das sind die Juden und Christen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht als unerlaubt erachten, was Allah und sein Gesandter als unerlaubt erklärt haben und die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen. Und es gibt viel schlimmere Stellen über das Los der Polytheisten. Außerdem ist der berühmte Satz, wer einen Menschen tötet, es ist, als habe die ganze Menschheit getötet, und wer ein Leben rettet, es ist, als habe die ganze Menschheit gerettet. Aus dem Talmud. Kein Vers, den Allah für Muslime offenbart hat. Lest doch die Stelle im Koran. Da steht, dass Allah es so für die Kinder Israels angeordnet hat. Ja. Es geht um Kain und Abel und um das, was Allah dann den Kindern Israels, den Juden, verordnet hat. Siehst du? Und was noch interessanter ist, wisst ihr, woher der Satz ursprünglich stammt? Wo stammt denn der Satz ursprünglich her? Der stammt aus dem jüdischen Talmud. Der Talmud aber ist keine göttliche Offenbarung, sondern die Auslegung von Rabbinern, die im konkreten Fall hier darüber spekulieren, warum im biblischen Vers von Abels Blut im Plural die Rede ist. Da heißt es, es ist an Peinlichkeit, an Lächerlichkeit kaum zu bemühen, wenn mir jemand sagt, dass der Koran jedes Wort da drinnen von Gott stammt. An Peinlichkeit, Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Mohammed hat sogar von jüdischen Rabbinern geklaut und in seinen Koran reingepackt. Oder derjenige, der den Koran erstellt hat. Das ist einfach ein Kommentar von einem jüdischen Rabbiner. Das ist das direkte Wort Gottes. Ja, ja, mein lieber Muslim. Ja, ja, mein lieber Muslim. Dank dem Internet können wir den Islam zerbomben von allen Seiten. Das Internet ist die größte Waffe gegen den Islam. Ne? Dass ihr auch noch alles ins Internet stellt. Muslime stellen alle ihre Bücher von ihren Gelehrten. Alles online. Du kannst alles. TikTok sportlich, ne? Alles könnt ihr euch runterziehen. Auf PDF. Absolut krank. Millionen von Muslimen haben den Islam verlassen. Millionen, aber Millionen. Es sind nur noch ganz wenige, die am Islam festhalten. Es sind nur noch diese Ignoranten und die Salafis. Das war's. Und darunter gibt es einige Sekten. Ja, wow. Der
dass das Blut Abels zum Himmel schrie, im Plural. Auf diese Frage erklärt dann ein Rabbi, dass damit die Nachkommen gemeint sein könnten, die nie leben konnten, weil Abel getötet wurde. Wer also einen Menschen tötet, in dem Fall Abel, der löscht auch alle seine Nachkommen aus. Und umgekehrt, wer einen Menschen rettet, der rettet auch alle möglichen Nachkommen. Mohammed scheint geglaubt zu haben, dass dieser Gedanke Teil der Tora war und hat den Satz im Koran übernommen. Seht ihr? Ich finde das nicht stimmt. Der Mohammed dachte, das wäre ein Satz aus der Tora und hat den einfach so übernommen und in sein Koran reingepackt, weil er davon ausging, dass das so das Wort Gottes ist. Absolut krank, ne? Sure 5, Vers 32 könnt die Muslime so ins Gesicht halten. Sag mal, von wem ist das denn? Ist das von einem Gott oder woher kommt dieser Vers? Hat das Gott geoffenbart oder ist das von einem Menschen? Das ist von einem jüdischen Rabbiner. Das ist das direkte Wort Gottes. Wie oft habt ihr es gehört? Sagt es mir, ihr Lieben. Wie oft habt ihr von Muslimen gehört, dass sie sagen, der Koran ist das direkte Wort Gottes und alles, was du da drin findest, ist von Allah herabgesandt worden. Richtig? Jedes Mal. Das ist so, wir sind so am Ende, das ist unglaublich. Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die ein oder anderen Augen aufgehen und die sich dann im Stillen, ich weiß ja nicht, wer hier drin ist oder wer mir von außen zuguckt, dass du bereit bist, diese Religion in Frage zu stellen und auf die Suche zu gehen. Im Zeitalter des Internets darfst du dich doch nicht reinlegen lassen, Mann. Du hast doch das Internet zur Verfügung. Setz dich hin und geh dem Ganzen nach. Am Ende wirst du den Islam verlassen und am Ende des Tunnels ist der Herr Jesus, der auf dich wartet. Und er sagt, mein Kind, ich liebe dich. Ich habe für dich bezahlt, komm zu mir. Es ist ja ein schöner Gedanke. Aber das war jetzt Sure 5, 32. Lies mal den Vers, der unmittelbar darauf folgt, Nummer 33. Der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seine Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten und dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden. Das klingt gleich ganz anders. Kreuzigung, Tötung, abgehackte Hände und Füße, Vertreibung? Für wen? Für die, die Krieg führen oder Unordnung im Land zu erheben. Unordnung, trachten. Das reicht schon. Was heißt denn das? Ja. Bedeutet es Unordnung? Unordnung bedeutet im Land, ihr Lieben, wir, die wir an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben, wir dürfen im Land des Islamischen Staates niemals unseren Glauben öffentlich kundtun. Das ist, was Allah meint in Sure 5, Vers 32. Sobald wir das tun, wird uns Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen. Und wir gekreuzigt werden. Heftig, ne? TikTok sportlich natürlich. Weil wir Verderben im Land zu erregen trachten. Das meinte Allah damit. Das ist auch damit mit dem Begriff. Weil das ist ja Schirk, wenn du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist Schirk. Polytheismus, sagen sie. Und das gehört dann bestraft unter der Scharia. Wahnsinn, ne? Wir dürfen unseren Glauben nicht offen kundtun. Aber die Muslime, was dürfen sie hier, ihr Lieben? Muslime gewähren euch nicht euren Glauben. Dankeschön, mein Lieber, danke dir. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Muslime erlauben euch nicht, danke Cousinus. Danke auch an alle. Muslime erlauben euch nicht, in einem islamischen Staat unter der Scharia euren Glauben öffentlich kundzutun. Aber diese Heuchler hier in Deutschland und Europa haben Bücherstände, dürfen Versammlungen machen, wo sie draufstehen haben, Jesus ist, Allah ist der wahrhaftige Gott, Jesus ist nur ein Prophet. Hier in einem sogenannten christlichen Land. Schaut euch diese Ungerechtigkeit an. Wo sind denn die ganzen Menschenrechtler, wenn es darum geht? TikTok sportlich. Wo sind sie hin? Wo sind sie auf einmal? Ah, da ist auf einmal Augen zu, ne? Merkt ihr? Die Heuchelei? Das wollen sie nicht sehen. Dass die Muslime niemanden auch nur ein bisschen, ein Staubkorn von Gerechtigkeit gewähren. Ja?
so recht gewähren. Aber ständig verlangen sie nach Gerechtigkeit. Sprechen Israel das Existenzrecht ab, aber wollen in der ganzen Welt anerkannt werden. Wie lächerlich klingt das bitte? Haben einen Propheten, der gesagt hat, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr die Juden Nackentherapie macht. Und dann sprechen sie von Gerechtigkeit. Ist das zu fassen, Leute? Wie kann man so eine Glaubensgemeinschaft noch ernst nehmen? Sagt es mir, aus dem aufrichtigen Herzen. Sagt mir, nach dem, was ihr alles herausgefunden habt über den Islam, wie der Islam mit Andersgläubigen umgeht, wo sie die Mehrheit bilden. Wie kann man den Islam überhaupt in irgendein Land akzeptieren als Religion? Man darf den Islam ja gar nicht als Religion anerkennen. Man muss die Muslime eigentlich vor die Wahl stellen und sagen, entweder du glaubst an deinen Islam, dann musst du dir leider Gottes einen islamischen Staat suchen, wo du dann unter der Scharia, unter Allahs Gesetzen leben willst, oder du akzeptierst die Mehrheit hier und Demokratie und Menschenrechte und alles, und dann lebst du wie wir alle anderen auch in mit den gleichen Rechten. Nicht du stehst über uns oder wir stehen über dir, nein. Wir sind alle gleich vor dem Gesetz. Wäre das nicht vernünftiger Menschenverstand? Ja genau, sie genießen den Luxus hier, das ist das. Denkst du allen Ernstes, die verlassen ihre Mercedes S63 AMG mit integrierter Dönerhalterung und Shisha für Allahs Religion? Ha! Meinst du, Sheikh Ibrahim verlässt Deutschland für Allahs Religion? Hier, schön TikTok, alles mögliche machen, überall hingehen können, wo er will, die das beste Essen hier essen, Krankenversicherung für Allah, ne? Das sind alles Heuchler, ihr Lieben. Sie hassen ihre Religion, sie möchten nicht auswandern. Pierre Vogel. Liebt er Allah und seinen Gesandten? Nein, der hasst Allah und seinen Gesandten. Er will viel lieber hier in Deutschland bleiben. Wo er Krankenversicherung hat, Bürgergeld, Miete wird bezahlt. Meint ihr, in einem islamischen Staat wird sowas gemacht? Nein! Sie hassen den Islam. Sie hassen Allah und Mohammed. Weil wenn sie sie nicht hassen würden, hätten sie gesagt, Allah, ich vertraue dir. Ich werde auswandern, die Hijra vollziehen. Und ich will unter deinem Gesetz leben, Allah, weil ich dich liebe. Richtig? So redet ein wahrer Muslim, oder? Ich liebe dich, ja Rasulallah. Ich liebe dich, Allah. Ich liebe dein Gesetz, wonach ich trachte, richtig? Nicht, ich liebe Bürgergeld, ich liebe AOK, ich liebe Köftespieß, ich liebe TikTok, TikTok Live Matches. Ich liebe Kolbstraße, ich liebe Chai. Zu erregen, wenn jemand für den Glauben an Jesus wirbt? Wenn jemand den... Das ist krass, ne? Jetzt stellt euch das mal vor, ihr, mit dem ganzen Wissen, was ihr angesammelt habt über den Islam, obwohl ihr Christen seid, könnt ihr noch die Euro-Muslime ernst nehmen? Sagt es mir mal aus dem aufrichtigen Herzen. Wenn jemand sagt, ich liebe Allah, ich liebe das von Allah, ist das dann Liebe zu Allah und seinen Gesandten? Sagt es mir! Das ist pure Heuchelei. Abul Bala, der immer so schön lächelt. Ne? Ihr wisst ja, wie Abul Bala immer lächelt. Ne? Da muss man dem einfach sagen, wie du sagst, du liebst Allah und seinen Gesandten, aber bleibst hier in Deutschland. Wo ist denn dein Vertrauen auf Allah? Willst du nicht unter Allahs Gesetze leben? Ah, du willst lieber iPhone 15 haben. Ach, stimmt, der iPhone 15 ist ja wichtiger als Koran und Sunna. Hast ja recht.
Entschuldigung, dass ich überhaupt darauf angesprochen habe. Mein Fehler. Dankeschön. Tschüss. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich Sie darauf angesprochen habe. Zahnersatz. Ich gehe kaputt, ich kann nicht mehr. Das grenzt an Lächerlichkeit, das kannst du keinem erzählen. Ne? Absolut krank, ne? iPhone 15 Pro mit Cyborg-Ali drauf. Jetzt verstehen wir aber, als der Islamische Staat das Kalifat ausgerufen hat und die wahrhaftigen Muslime ausgewandert sind und dem Ruf des Kalifats gefolgt sind. Heftig, ne? Es gibt also unter den Muslimen noch treue Muslime, die Allah und seinen Gesandten wahrhaftig lieben. Alles andere ist ja Lächerlichkeit. Es wird gar nichts. Was ist das? Die nehmen ihren Glauben gar nicht richtig ernst. Es sei denn, sie sind hier, um dieses Land zu erobern. Darum geht's auch. Aber in der Regel hat ein Muslim nicht die Berechtigung, in einem ungläubigen Staat zu leben, weil er hier seine Religion nicht ausleben darf. Und er ist gezwungen, einen islamischen Staat zu suchen. Beispielsweise Afghanistan, Pakistan, Iran, Saudi-Arabien. Ne? So ist das. Weil sie hier im erniedrigten Zustand leben, danke. Allahphone 15, genau. Allahphone 15. Nicht iPhone, Allahphone. Allahphone. Hör auf, sonst singe ich gleich wieder Sura iPhone. Danke, Simon. Sura iPhone. AOK ist wichtig, nicht der Gesandte und auch nicht Allah. Ich gehe kaputt, ey. Das kann man nur so aushalten, ehrlich, das grenzt. Das ist. Danke, Simon. Sura iPhone, ehrlich, ey. Abul Bara liebt eher iPhone anstatt Allah und sein Gesandten. Er will nicht auswandern. Er will viel lieber Bürgergeld. Das ist so krank, ehrlich, ey. Ich sing nur noch dieses Sura Bürgergeld für die Leute, ey. Abul Bara will das Bürgergeld. Er will gar nicht Allah und sein Gesandten. Sie wollen leben in Saus und Braus und schön fette Köftespieß. Die wollen schöne Restaurantbesuche machen, wollen schön eingeladen werden in Moscheen und so, ne? Naja. So kennt man den Abul Bara und seine Salafi-Bande. Ja. Du klingst fast so schön wie Reza Klingelton. Ja, extra. Ja, irgendwie muss ja der Ohrenschmalz herauskommen, hallo? Damit ihr mir auch richtig zuhören könnt. Wie bei Asterix und Obelix, wie heißt dieser eine Typ, der immer mit der Harfe da rumspielt und der auf die Schnauze bekommt? Halt die Klappe jetzt! Ich geh kaputt, ey, das ist so herrlich, ey. Yeah. Ohrentherapie, siehst du? Der Mohammed verpasst Nackentherapie, Dr. Schäfer, Abu Amir verpasst Ohrentherapie. Oh mein. Oh. Ah, Wut, warte, ich muss erstmal wieder Wusa machen. Wut. Wusa! Ja.
Weil der Held dich als Klingelton, genau. So, hören wir weiter, Liebe, komm. Ein bisschen Spaß muss auch zwischendurch sein, ne? Ich liebe euch. Im Plural. Auf diese Frage erklärt dann ein Rabbi, dass damit die Nachkommen gemeint sein könnten, die nie leben konnten, weil Abel getötet wurde. Wer also einen Menschen tötet, in dem Fall Abel, der löscht auch alle seine Nachkommen aus. Und umgekehrt, wer einen Menschen rettet, der rettet auch alle möglichen Nachkommen. Mohammed scheint geglaubt zu haben, dass dieser Gedanke Teil der Torah war und hat den Satz im Koran übernommen. Ich finde das nicht schlimm, es ist ja ein schöner Gedanke. Aber das war jetzt Sure 5, 32. Lies mal den Vers, der unmittelbar darauf folgt, Nummer 33. Der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seine Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten und dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden. Das klingt gleich ganz anders. Kreuzigung, Tötung, abgehackte Hände und Füße, Vertreibung. Für wen? Für die, die Krieg führen oder Unordnung im Land zu erregen trachten. Was heißt denn das? Was heißt das denn? Bedeutet es, Unordnung zu erregen, wenn jemand für den Glauben an Jesus wirbt? Aha. Wenn jemand den Islam verlässt? Aha. Wenn jemand zu einer anderen Sekte des Islam gehört? Aha. Vielleicht sagt ihr beide, nein, sicher nicht. Aber in welchem Land, in dem Muslime die Mehrheit haben und die Scharia gilt, würde auf genau solche Dinge nicht die Todesstrafe stehen? Seht ihr? Wo die Muslime die Oberhand haben und die Mehrheit bilden, geht zur Sache. Und da ist das große Problem. Das, was die Muslime hier sehen in Europa, ist ein eurischischer Islam. Sobald die Muslime die Mehrheit bilden, wird das Gesetz verändert und die eurischischer Muslime werden dann ihre eigene Religion zu spüren bekommen. Wahnsinn, ne? Und alle Gruppierungen werden dann innerhalb der von in Deutschland lebenden Gruppierungen werden miteinander kämpfen. Sowohl die Schiiten gegen die Sunniten, also auch innerhalb der Sekten, ne? Um die Vorherrschaft zu erlangen. Wahnsinn, ne? Das ist so grausam, was der Islam da fabriziert. Seit 1400 Jahren, seitdem der Streit um das Kalifat angefangen hat. Seit diesem Tag an hören sie auch niemals auf, sich zu bekriegen. Nie. Wenn man sich die Sache genauer ansieht, dann merkt man, dass die friedlichen Verse vor allem aus der mekkanischen Periode stammen, als die Muslime eine Minderheit waren. Die kämpferischen Verse hingegen aus der medinischen Periode, als Mohammed ein Heer gesammelt hatte. Und so wie ich es verstanden habe, vertreten muslimische Gelehrte die Aufhebung früherer Verse durch spätere Verse. Seht ihr? Nasch. Oh, meinst du? Abrogation. Abrogation. Genau. Ich gebe zu, ich finde dieses... Mal gucken, wie gut ihr seid. Wo finden wir die Abrogation im Koran? In zwei Stellen, ohne zu googeln, jetzt. Wer kann das? Wer schafft das? Sehr gut, Sure 2, Vers 109, super. Sehr gut. Was noch? Welcher Vers noch? Welche Sure und Vers noch? Nein, Sure 9 nicht. Komm Leute, wir haben fast die 200.000 geknackt. Gas geben, Leute, komm. Sure 0, genau. Alle stumm. Alle stumm. Sure 9, Vers 5 ist richtig, ja. Dieses eine Sure abrogiert sehr viele Verse. Aber wo sagt Allah explizit mit der Abrogation? Nasrach wa Mansur. Da, hier, sie hat, oh, wer ist das? Die, hier, Swings hat das richtig gesagt. Sure 2, Vers 109. Wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten, bringen wir einen besseren, einen, der ihm gleich ist. Aber da gibt es noch eine andere. Ich gebe euch einen kleinen... ja, was heißt Tipp? Ich nenne euch die Sure, aber ihr müsst den Vers finden. Das ist die Sure 16, Vers... Was los, meine ganzen Schüler? Was los mit euch? Habt ihr gepennt im Unterricht oder was?
Ja, genau, ich muss ja zwischendurch mal fragen, ob ihr das auch behalten habt, ey. Alle durchgefallen, genau, alle durchgefallen. Nein, Sure 16, Vers 101. Befindet sich zweimal im Koran. Sure 2, Vers 109 und Sure 16, Vers 101. Merkt euch das. Bin Paulus 13. Ja, wisst ihr noch, ihr Lieben? Amir, jetzt werde ich es dir zeigen. Du hast keine Ahnung von dem Glauben. Schlag auf, Paulus 13. Jetzt zeige ich es dir, du hast gar keine Ahnung. Ja. Wann schreiben wir schriftliche Klausur? Ja, demnächst, ey. Ich werde euch alle einladen und dann werde ich euch testen, was ihr so drauf habt. Alkohol wurde erlaubt, dann nicht mehr. Ja, genau, das ist auch richtig. Im Paradies ist Wein erlaubt, ja. Ja, aber die Muslime sagen im Paradies, dieser Wein macht dich nicht betrunken. Ja, aber allein die Vorstellung, dass der Allah sowas da im Himmelreich erlaubt, das ist schon sehr, sehr suspekt. Ne? Frauen, Alkohol, Bäche voll mit Wein, Jünglinge, die dich bedienen. Also wer da nicht aufwacht bei so einem Himmelreich, ja, weiß ich nicht. Der hat die komplette Bezug zur Realität verloren, ehrlich. Hören wir weiter. Konzept seltsam, wenn der Koran doch das ewige, direkte, unveränderliche Wort Allahs sein soll. Aber um das geht es hier nicht. Das Problem ist, dass die meisten der friedlichen Verse unter die abrogierten Verse fallen, also unter die abgeschafften. Ich weiß, war sicher nicht einfach für euch. Seht ihr, derjenige, der sich damit auseinandergesetzt hat, hat Ahnung vom Islam. Das heißt, die friedlichen Verse wurden durch die gewalttätigen medinesischen Verse aufgehoben. Das wissen 99% der Muslime wissen das gar nicht, dass ihre Religion so hinterhältig ist. Ich wünschte, wir könnten den abrogierten Koran mal lesen. Der wäre nur so dick, so wie ein Heft. Der abrogierte Koran, wo alle Verse rausgenommen worden sind, die zu Mekka geoffenbart wurden, die nicht mehr gelten. Sure 109, Sure Al-Baqarah, alle. Ich verstehe eure Liebe zu eurem Propheten und zu den guten Dingen, die ihr getan habt. An diesen guten Dingen zweifle ich auch nicht. Aber wie ich versucht habe zu zeigen, gibt es auch eine andere Seite. Ich habe nur ein paar Dinge erwähnt. Für mich gibt es noch viele weitere Schwierigkeiten, die ich in den als authentisch akzeptierten Hadithen gefunden habe. Von denen habe ich hier noch gar nicht gesprochen. Da ist die Frage nach der gewaltvollen Begegnung mit dem Engel, der Mohammed gequetscht hat, bevor er die Offenbarung gibt. Es gibt Selbstmordgedanken, die von Nahaba Zeit seines Prophetentums gehabt haben soll. Die umstrittene Täuschung mit den satanischen Versen, ob das nun so war oder nicht. Alles klingt für mich... Jetzt hängt das nicht mehr, ne? Hallo, Ab. Gottes Segen. Gottes Segen auch dir. Ich wollte dir gerne ein Zeugnis erzählen. Das ist mir nämlich die Tage passiert. Es soll den Menschen Mut geben, dass sie immer nach Jesus fragen sollen, ja? Und offen sagen sollen, bitte Gott, offenbare dich mir, ja. Es geht darum, ich bin die letzten Tage bei Facebook gewesen. Und bei Facebook gab es dann so eine Gruppe, so eine Spaßgruppe, ja. Und in der Spaßgruppe, dort postet man halt eben Bilder und wie auch immer, ne. So. Und irgendwann mal fing einer an, dort über Jesus so zu lästern, ja. Und dann kam es natürlich zu so einer Art Diskussion. Ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Tage vorher nach Jesus gefragt, bitte, was soll ich machen? Ich habe keine Gemeinde, ja, wo ich hingehen kann. So. Und wie Schlangen um mich herum, das waren aber alles Atheisten, du weißt ja, wenn man Jesus nachfolgt und wenn man dazu was sagt, wird man ja angegriffen von jeder Seite, ja. Und ich wurde erst vom ersten angegriffen, vom zweiten, vom dritten, vom vierten und vom fünften.
Und das ist eine Gruppe, die in ganz Deutschland, also da sind Menschen aus ganz Deutschland drin. Und irgendwann mal, 10 Minuten später, sehe ich jemanden dort drin stehen, der hat einen Vers gepostet über einen Bibelvers. Und da habe ich ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Hat er mich gefragt, kennen wir uns? Ich habe gesagt, nein, nicht. Ne? Ich sehe, du bist wiedergeborener Christ. Ich habe gesagt, schick dir mal eine Freundschaftsanfrage. Dann habe ich so auf seinem Facebook-Profil geschaut. Und was sehe ich? Er kommt aus derselben Stadt wie ich. Seine Frau war in derselben Gemeinde vorher, wie ich war. Und er hat mir angeboten, dass ich zu seiner Gemeinde gehe. Von allen Menschen aus der Gruppe ist er genau aus meiner Stadt hier in Wesel. Hammer. Ist das jetzt Zufall? Soll mir jemand sagen, das ist Zufall? Nee, das ist kein Zufall. Und er sagte zu mir, ich soll zum Bibelkreis kommen, ich soll weitermachen. Du hast gefragt nach einer Gemeinde und Gott hat sich offenbart, hat gesagt, hier, da ist die Gemeinde, geh dorthin. Hammer. Und soll mir jemand sagen, von allen Städten in Europa, in Deutschland, ja, ist genau dieser Mann aus derselben Stadt und seine Frau war in derselben Gemeinde, wo ich vorher war? Das ist heftig. Das ist auch heftig, oder? Das ist auf jeden Fall, ja. Und ich meine, den Heiligen Geist, der bringt ja auch jemanden zum Lachen, ja. Und du sagst, wir leben unter AOK, ich musste mich vorhin so zusammenreißen. Ja, aber das ist wirklich so. Du musst dir mal vorstellen, dass sie die weltlichen Instanzen mehr lieben als ihre eigene Religion. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ist das nicht heuchlerisch, wenn die sagen, wir lieben Allah, wir lieben Rasulallah? Ist das also die Liebe zu eurem Gott und zu eurem Gesandten? Ist auch Heuchelei. Ja, mit AOK natürlich. Zahnersatz zum Abschließen, genau. Okay. Ja, man kann das nur so aushalten, ehrlich. Sonst gehe ich hier kaputt. Sonst flippe ich noch so sehr aus, dass ich wieder. Ja, du kennst ja, wenn ich einmal ausraste, mein heiliger Zorn dann kommt. Unglaublich. Ja, in der Bibel wird ja auch beschrieben, wie die Jünger gelacht haben, oder? Ja. Die Jünger haben auch gelacht, ne? Durch den Heiligen Geist haben sie gelacht, ne? Das muss man sich auch lustig vorstellen, so, ne? Also. Ja, wir sind ja immer noch Menschen, ne? Also. Genau. Und sind immer noch in diesem sündigen Körper gefangen halt, ne? Und. Der ist halt so, dieser Körper. Was auch wichtig ist zu sagen, ist, ich habe letztes Mal den Vers gelesen, ich weiß nicht, ich meine, das war Korinther, dass diese Welt ja vom Satan regiert wird. Ne? Das darf man nie aus den Augen lassen. Ja. Und die Menschen, die Jesus nicht sehen, sie sind ja mit Blindheit geschlagen. Ja. Sie können den Glanz ja nicht sehen. Ja. Sie sind einfach blind. Ja. Man muss halt ihnen den halt eben die Augen öffnen. Und ich sage immer wieder, durch dieses Zeugnis, es kam irgendwas in mir, wo ich sagen muss, ich suche wieder sehr stark so nach Gott, ja. Ich bin wieder dort, wo ich vorher war. Ich war verloren, wieder verlorener Sohn und bin wieder zurückgekehrt. Und super. Gott hat mir gesagt, geh bitte dorthin, beschäftige dich damit. Und er sagte sofort, komm vorbei, wir haben einen Bibelkreis und Hauskreis und ja. Das ist echt, echt phänomenal. Gott ist gut. Gott wieder ist so sagen, gut. Alles Zufall, weißt du doch. Das ist alles Zufall. Alles Zufall. Ne? Ja, gut. Ich wollte das mit dir teilen. Ne? Und, Dankeschön, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wundervoll. Gott ist wundervoll und der macht auch wundervolle Dinge auch in unserer heutigen Zeit. Wundervoll. Amen. Dankeschön. Die Gottes Segen. Okay, mein Lieber. Familie und alles Gute. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön für dein gutes Zeugnis. Tschüss. Mach's gut, ciao. Apropos teilen, teilt den Stream, yalla. Sehr gut. Apropos teilen, teilt den Stream, yalla. Sehr gut. Darf eine Frau predigen? Ja, du weißt ja, was die Bibel dazu sagt. Eine Frau soll sich still verhalten. Soll unter ihren eigenen Schwestern lehren und predigen und lehren. Aber nicht so in der Öffentlichkeit vor Männern und so. Soll sich still verhalten. Das heißt ja nicht, dass die Frau weniger wert ist. Die Frau wird sehr hochgeschätzt in der Bibel. Und der Mann soll ja auch sein Leben für seine Frau lassen. Er soll seine Frau lieben wie sein eigenes Leben. Und viele
Christinnen haben auch gar kein Problem damit, dass sie jetzt nicht predigen dürfen. Das ist für sie gar kein Thema. Ne? So ist das, siehst du? Die Frau wird sehr respektiert und liebevoll behandelt. Und wenn Gott sagt in einigen Fällen, dass die Frau jetzt nicht predigen soll, sondern unter ihrer Glaubensschwester, sie können das doch gerne Schwesterngruppen bilden, dann können sie doch untereinander sich austauschen. Das ist doch vollkommen legitim und erlaubt. Ja, ein bisschen das Wort Gottes auch. Wie heißt das Video von davor? Sage ich euch am Ende, zeige ich euch das. Ich habe diesen Kanal auch bei YouTube abonniert. Ein eigentlich guter Kanal, ja. Als ich diese Videos gefunden habe, war ich sehr, sehr erstaunt. Ne? Sehr, sehr erstaunt. So, hören wir weiter. Nicht nach einem echten Propheten. Auch seine Lehre macht mir Probleme. Mohammed lehrte etwa, dass das Zeugnis der Frau vor Gericht nur die Hälfte eines Mannes wert ist. Heftig, guck mal, wir reden davon noch, dass die Frau sehr respektiert wird und hoch geschätzt wird. Und was macht Mohammed? Dass die Zeugenaussage einer Frau nur so halb so wert ist wie die eines Mannes. Ist das krass? Ist das heftig? Seht ihr, wie der Herr mich bestätigt und dann doch zeigt, dass der Mohammed ein falscher Prophet ist? Wahnsinn, ne? Genial, das macht der Herr Jesus. So viel zur Gleichberechtigung. Er erteilte die Erlaubnis von Prostitution in der Form der Zeitehe. Er gestattete im Grunde Sexsklavinnen für seine Anhänger. Aha, und er selbst, Sure 4, Vers 24, die Mutterehe und SX-Sklavinnen, heftig, ne? Das ist also respektieren der Frau, ja, natürlich, klar. Er heiratete als über 50-jähriger Mann die 6 Jahre alte Aisha, die noch mit Puppen spielte, als sie im Alter von 9 Jahren mit ihm schlafen musste. Ihr werdet sagen, dass sich Aisha nie beschwerte und glücklich war. Ich verstehe, bin aber trotzdem verblüfft, wie Muslime überhaupt beginnen können, all das zu verteidigen. Seht ihr, wie kann man sowas verteidigen? Dann gab es seltsame Koranoffenbarungen, die scheinbar keinen anderen Sinn hatten, als Mohammed zu nützen, wie zum Beispiel, als Allah erklärte, dass die Gäste des Propheten nicht zu früh zum Essen kommen sollen und nicht zu lange bleiben, damit sie den Propheten nicht zu lassen. Allah in seiner Allmächtigkeit, das ist so krass, Allah, der im 7. Himmel ist, macht sich Gedanken um die Leute, die bei Mohammed reinkommen und dass der Prophet sich dadurch gestört fühlt, wenn sie länger da bleiben. Also schnell essen und abhauen. Das macht den Propheten, das ist der Prophet ist schüchtern. Bitte raus jetzt in Sure 33 oder Al-Azab. Dann die Geschichte mit der Frau seines Adoptivsohns, die er begehrte und eigens eine Offenbarung von Allah bekam, die ihm erlaubte, sie zu heiraten, indem es die übliche Vorstellung von Adoption und damit ein Verwandtschaftsband abgeschafft wurde. Ja, der Mohammed hat seinen Adoptivsohn seine Frau ausgespannt, die Zeynep. Das ist eine der brutalsten Geschichten. Ne? Sure 33, Vers 37. Ja, der Mohammed hat dadurch die Ehe annulliert, als er sie mit lüsternem Blick angeguckt hat und sie dem Sein ausgespannt hat. Unglaublich. Passt all das in ein Buch, das seit Ewigkeit bei Allah geschrieben steht? Seit Ewigkeiten steht dieser Vers dort bei Allah, in seiner Ewigkeit, dass Mohammed die Frau von seinem Adoptivsohn ausspannt. Weil Allah wollte das so. Mohammed macht nicht irgendetwas von sich selbst aus, sondern weil Allah ihm das sagt. Heftig, ne? Und das Heftige ist, dass der Mohammed dann ein Vers weiter die Adoption annulliert hat. Es gibt im Islam keine Adoption. Das heißt, Waisenkinder müssen in Waisenhäusern bleiben. Und keine muslimische Familie darf Kinder adoptieren. Etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Reines hat Mohammed dann annulliert, weil er die Frau von seinem Adoptivsohn
ausgespannt hat. Wahnsinn. Ne? Ihr wisst gar nicht, wie wütend ich auf den Islam bin. Ne? Wie ich den Islam sehe, mit was für Augen. Als ich das alles herausgefunden habe, ne, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, dass auch nur ein Muslim auf der Welt sowas akzeptiert. Scharia, Sherin hoch. Ja, okay. Baby Sherin. Hörst du mich? Hallo, Baby Sherin. Ja. Hi. Wie geht's dir? Handel Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe nur eine Frage, Amir. Ich will nicht über Religion mit dir diskutieren und sonstige Sachen, ne? Aber bei euch am Glauben ist das doch auch so, Liebe der Nächsten, oder nicht? Ja, warte doch, Liebe der Nächsten heißt auch die Wahrheit genau. Zu sagen, oder? Ja, komm mal, ne, hör mir bitte zu. Hör mir erstmal zu und dann kannst du reden. Was ich halt okay. Sehr traurig finde, ich habe Menschenkenntnis. Ich weiß, dass du auch ein gutes Herz hast, das weiß ich ganz genau, das merkt man, ne? Also wenn, also von den Augen her, ne? Aber so mit deiner Äußerung, weißt du, wie viele Muslime, zu Islam konvertiert mit 16, ach, Alhamdulillah. Bitte hör mir kurz zu. Meine Eltern sind auch konvertiert und meine Schwestern auch. Hör mir bitte erst zu, dann kannst du reden, bitte. So, auf jeden Fall, ich habe selber die Bibel gelesen, ich war selber mit den Christen unterwegs, die haben die eure frohe Botschaft halt verkündet, ne? Ich war auch mit den Zeugen Jehovas unterwegs und ich habe meine Sicht, was Christentum angeht, aber ich spreche das nicht aus, weißt du warum? Weil ich meinen Nächsten liebe. Ich akzeptiere dich als Mensch, wie du bist, aber lohnt sich das wirklich? Ich weiß nicht, für was du das machst, ob das für Klicks ist, ob das für Geld ist, Allahu Alem, ne? Aber lohnt sich das, so viele Menschen zu provozieren? Okay, du hast jetzt zu Ende geredet. Ja, rede bitte. Wie kannst du denn als Jesidin, wo dein Volk von den Muslimen verfolgt und hardcore umgebracht wird, auch noch den Glauben annehmen, der dein Volk vernichtet hat? Das musst du mir erklären und den Leuten. Ich will nicht über Religion mit dir reden, weil ich weiß, dass du das nicht über Religion mit mir reden, weil du ganz genau weißt, wie tief das in deinem Herzen gerade reingeschlagen hat, richtig? Nein, ich antworte dir darauf. Oder die jesidischen Vorfahren ihr Leben lassen mussten, damit du brainwashed Jesidin, den Islam auch noch annimmst mit deiner Familie. Schämst du dich kein bisschen mehr? Nein, ich schäme mich nicht, weil Islam ist die Wahrheit. Islam ist die Wahrheit, und ich werde als Muslima sterben. Ich habe die Bibel selber gelesen. Ich habe alle Bücher gelesen. Und guck mal, du musst mal eigentlich logisch überlegen, ne? Einfach nur logisch. Du willst über Logik reden. Wie kann also, dass Allah Frauen mit üppigen Spenden Brüsten verspricht, ist Logik, ne? Wie kann Allah einen Sohn haben? Wie geht das? Wie kann Gott einen Sohn haben? Wie geht das, wenn er alles geschaffen hat? Guck mal, die Frage, wie kann Gott, allein die Frage, dass du Gott in Frage stellst, seine Allmacht, seht ihr, das ist eine Brainwashed. Das nennt man Gehirnwäsche. Hey, guck mal, ne? Ich habe alles gesagt, du nimmst die Taten mit ins Grab, ne? Wir werden alle vor Allah stehen und das ist das, was ich noch... Du wirst vielleicht vor einem Schienbein stehen, aber doch nicht wir. Amir, es frustriert, ja. Ich will das Schienbein von Allah lachen. Lach über Allahs Schienbein. Amir lässt mich nicht mal ausreden, Mashallah, der lässt mich nicht mal ausreden. Die ganze Zeit lasse ich dich reden, ich möchte aber auch reden. Okay, Tamar. Also ich habe, wie gesagt, immer nach Sinn des Lebens gesucht. Ich wollte deine Frage beantworten. Und für mich hat Sinn nur Islam. Weil was alle hat dich Fragen werden beantwortet. Das Leben ist eine Prüfung. Sherin, ja? Warum hast du denn kein Kopftuch an, Sherin? Das ist von so behindert. Warum hast du denn die Augenbrauen gezupft, Sherin? Du landest in der Hölle. Ich antworte dir dazu. Du weißt schon, dass Kopftuch tragen nicht Zwang ist, ne? Es ist zwar Pflicht. Aber
Einmal alle in die Hände klatschen für Jenny. Einmal alle in die Hände klatschen für Jenny für ihre Auffassungsvermögen, Leute. Einmal alle in die Hände klatschen für diese wundervolle Atom. Du weißt schon, dass ich auch nicht mit dir live gehen kann, ne? Jenny, komm, kehr um. Der Islam ist doch nichts für eine Frau. Komm, ich bitte dich. Islam, du hast doch in Jesus Christus das schönste Vorbild aller Zeiten. Was willst du denn mit Mohammed, der Frauenvergehen, du weißt schon, was gemacht hat? Ich habe eine Frage, ne? Aber sei ehrlich, ne? Ja. Du nennst dich Ex-Moslem, ne? Warum machst du das? Weil ich den Buddhismus verlassen habe. Nein, weil du dafür Para bekommst. Deswegen, weil du dafür Geld bekommst. Was für ein Pfeiler, wo gibt's denn hier Geld, Mann? Ich muss für mein Geld arbeiten gehen. Was mache ich denn den ganzen Tag, ey? Du kriegst dafür Geld? Deswegen nennst du dich so. Du wärst eiskalt dafür gekauft. Hier, Jenny, ja, stimmt. Du hast recht, ich werde vom Staat finanziert. Du hast recht, ich werde vom Staat finanziert. Ich bin ein Mossad-Agent. Und das ist mir 1 Million Euro gegeben, damit ich mit dem Bus rumfahre und über den Islam aufkläre. Sehr, sehr gut. Ich weiß, dass du Maschallah reich bist. Und wer bezahlt dich? Maschallah, du hast Atomphysik. Weil diesen Behinderten kann man kann nur über ihn lachen, ja? Ganz genau, so antworte ich dir mit so einem Blödsinn, was du da von dir gibst. Ganz genau so. Das mit dir kann man ja kein vernünftiges Gespräch führen. Guck mal, was du da sagst. Du stellst Gott in Frage seine Allmacht. Allein, wo du diesen Satz gesagt hast, war für mich Feierabend. Dass du dich auch noch für den Islam entschieden hast. Du bist ein Mensch, genau, ne? Du kannst dich nicht mit Allah vergleichen. Allah ist ohne Ort und Zeit. Aber doch, er hat einen Ort. Er lebt in einer Stadt voller Huris. Du glaubst auch an die Huris, ne? Das steht doch im Koran, Sura 78, Vers 33. Genau. Aber glauben die Christen auch daran? Das weiß ich jetzt nicht. Nein, Jesus Christus sagt, dass es sowas wie Heiraten noch Verheiraten nicht im Himmelreich gibt, sondern dass wir wunderschön gemacht werden wie Engel. Was bekommst du denn, wenn du in dein Paradies eintrittst? Sherwin oder Sherin? Das ewige Leben. Das ewige Leben, was ist das denn? Aber auf jeden Fall, ich will nicht mit dir streiten, das ist das, was ich dir sagen wollte. Für so viele Klicks, dass du so viele Menschen halt wehtust, ne? Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich wirklich nicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich will nicht mit dir streiten. Meine Liebe. Ich glaube, du tust mehr Menschen mit deinen Aussagen weh, als ich meine Aufklärungsarbeit mache. Glaub es mir. Dass du als Jesidin gesagt hast, dass du den Islam angenommen hast, das ist die größte Katastrophe, was ich jemals gehört habe. Alhamdulillah, ich bin Muslima. Alhamdulillah, und ich sterbe. Du bist schon keine Muslima, du siehst aus wie eine Kafira, Mann. Du siehst aus wie eine Ungläubige. Was für Muslima, Mann. Du zupfst deine Augenbrauen, zeigst deine Aura. Was ist das? Das ist kein Islam, Mann. Du bist ungläubig, bye. Viel Spaß im Himmelreich, genau, komm. Seht ihr, so ist das, ey. Was für ein Fake. Was für ein Fake, ihr Lieben. Genau, geh lieber freiwillig raus. Als Jesiden, Leute, habt ihr das gerade gehört? Hat ihr gesamtes Volk... Ich würde es verstehen, wenn Jesiden auf einmal Christen werden, weil sie erkannt haben, dass Jesus Christus das schönste Vorbild aller Zeiten ist und dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Aber Islam anzunehmen, wo... Die Muslime ein Genozid gegenüber den Jesiden angestellt. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich, ne? Das kannst du niemandem erzählen. This is so hard to understand. This is too hard for me. Ja. Hat sie allen Jesiden ins Gesicht gespuckt, ne? Unglaublich. Ja, aber seht ihr diese Brainwashed-Aussagen, ne? Wie kann Gott einen Sohn haben? Ja, allein das reicht ja schon. Ne? Gott kann alles. Damit ist die Frage beantwortet.
jetzt hat der Hund kurz Ruhe. Nein, ich bin wieder da. Der liebt meine Stimme. Hallo? Der denkt sich immer, Dr. Sheikh Abu Amin, wo ist deine, wo bist du? Der guckt immer. Ach, Sherin, bitte, komm, hör auf damit. Jemand, der sagt, dass Allah ihm Frauen mit üppigen, schwellenden Dings, du weißt schon, was gibt, der ist wirklich von Satan. Hallo Amir, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch, Bruder. Ich wollte dir nur eins sagen zu dieser Sherin, weil die war vor ein paar Tagen in einem Stream vor uns, dann hatten wir über Politik geredet, da hat sie erzählt, dass sie Alevitin war und dann konvertiert ist. Jetzt war sie auf einmal Jesidin, also ich weiß gar nicht, wie viel Religion sie hatte. So schnell wird man lachen. Ja, du bist so eine Heuchlerin, Sherin, du Heuchlerin, du. Ich wollte das nur mal sagen, Bruder. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir, ich dir auch. Siehst du, sofort entlarven wir diese Heuchler. Danke dir, mach's gut. Sherin, du Heuchlerin. Hast du also. Aber es ist genauso schlimm. Die alle werden Muslimen und dann nimmt sie noch den Islam an. Hallo? Hallo, Amir, Gottes Segen, Bruder. Es ist immer wieder Gottes lustig bei dir, besonders wenn Moslems kommen, die eigentlich gar keine Ahnung vom Koran haben, gar keine Ahnung vom Islam haben und sich so benehmen. Ja, weil das beste Beispiel ist ja hier die Sherin. Halt ja, Sherin, du verstehst halt nicht, dass Nächstenliebe auch ist, die Wahrheit zu sagen. Und das ist unsere Nächstenliebe, dass wir nicht wollen, dass Menschen Satan weiter folgen. Und daher wollen wir dir das Angebot machen, dass du das ewige Leben erhältst. Und dann müssen wir halt eben über den Koran und über den Islam reden, wie der Islam wirklich ist. Oder sollen wir da lügen? Nein, dass alles toll ist. Schau mal, wenn der Islam wirklich die Wahrheit ist, dann glaubst du doch auch an eine flache Erde, oder nicht? Oder warum steht ja, im Koran, dass die Erde flach ist und nicht rund? Aber ich glaube, Sherin ist eher sauer, dass du ihr Paket noch nicht ausgeliefert hast. Was sie sich ja, bestellt hat. Bald. Danke, Amir. Also bei dir ist immer lustig. Ja. Ich wünsche dir noch eine gute Fahrt. Ich dir auch. Sherin, lass mich dir mal was vorlesen. Mach's gut, mein Lieber. Sherin, da du ja sehr viel Wert darauf legst, dich zu bedecken wie ein Ninja-Kostüm, also dich in ein Ninja-Kostüm zwängen. Man sieht das ja auch, dass du deine Religion dann auch ernst nimmst. Sagt dein Prophet zu dir, die schlimmsten der Frauen sind diese, die Tabarutsch begehen, die in Arroganz herumstolzieren und sie sind die Heuchler. Keiner von ihnen wird das Paradies betreten. Das findest du in Al-Bayhaqi, Band 7, Seite 82. Authentisch, Sahih. Und das findest du in As-Sahiha, Band 4, Nummer 18, 49. Er erklärt den Begriff Tabarutsch wie folgt. Tabarut ist, wenn eine Frau ihren Schmuck, Körpermerkmale und das, wozu sie verpflichtet ist zu bedecken, welche die Lüste der Männer einlädt, preisgibt bzw. enthüllt. Also eine Frau, die sich nicht scharia-gemäß bedeckt. Marat il-Muslima, Seite 54, siehst du? Also diese ganzen Heuchler-Muslimas, die hier ihr Unwesen treiben in TikTok, sind auch alles Heuchlerinnen, die niemals das Paradies erben werden. So ist das. Yes. Guck mal, was Imam Suyuti sagt. Jalal ad-Din Suyuti. Tabarutsch, indem man sich verschönert, ist sich vor Fremden zur Schau stellen. Und dies ist abgelehnt. Dies ist die Erklärung der Bedeutung von Abdullah ibn Masuds Aussage, unangemessener Ort. Es ist nicht der Fall, wenn diese Verschönerung für den Ehemann getan wird. Also nur für deinen Ehemann darfst du es machen. Ja.
Na, diese Muslimas, die wissen ja gar nicht, was überhaupt ihre Religion von ihnen verlangt. Tabarruj ist Heuchelei. Der Prophet sagte, die beste von euch Frauen sind die liebevollen, fruchtbaren, in Produktivität gnädigen, gefälligen, wohlwollenden, die in Beratenden, wenn sie Allah fürchten. Die schlechtesten unter euch Frauen sind die Mutabarijat, diejenigen, die Tabarruj begehen, ihre Schönheit zur Schau stellen. Die Mutachailat, die stolzieren, angeben, und sie sind die Heuchler, diejenigen, die Jannah, das Paradies, betreten sind, wie die, was, krächzenden Krähen. Die sind kaputt. Das sind deine Papiere, meine habe ich hier. Also, okay. Alles klar, ciao. Breaking news, breaking news. Dr. Sheikh Abu Amir is there. Hello. Ja, wir müssen auch nur lachen, Sherin. Wir müssen auch viel lachen über deine, über dein Atomphysiker-Auffassungsvermögen. Sherin. Wir müssen sehr, sehr viel lachen über dein sehr gutes Auffassungsvermögen, das du dir angeeignet hast über die Jahre. Sehr, sehr heftig, wirklich. Wir müssen sehr, sehr viel lachen. Wie kann man so einer Religion angehören, nach dem, was wir alles herausgefunden haben? Das bleibt mir immer noch ein Rätsel. Das ist dann nur noch diese Arroganz, Ignoranz und Gehirnwäsche. Arroganz, Ignoranz, Gehirnwäsche, das ist das. Alhamdulillah, Muslima bis zum Tod. Ja, du kommst ja sowieso nicht ins Himmelreich. Sowohl von unserem Standpunkt, unserem Glauben her, als auch von deinem Glauben. Du zupfst ja die Augenbrauen. Mohammed hat gesagt, die Frauen, die sich die Augenbrauen zupfen, die werden im Höllenfeuer landen. Also wie dämlich kann man sein, sich für den Islam zu entscheiden?
Augenbrauen wegen Augenbrauen, dafür wirf dich allein in die Hölle. Verlass den Islam, Mann. Ah, ich weiß, warum du dich für den Islam entschieden hast. Du willst dir Al-Ikrimbic reinballern, richtig? Al-Ikrimbic, Leute, erklärt dir mal, was ist denn Al-Ikrimbic? Ach, so ist das! Sherin! Al-Ikrimbic, ja? Flutsch, flutsch, ne? Wenn Sherin unter starke Begierde leitet, dann ist es dir unter Umständen erlaubt, Al-Ikrimbic zu benutzen. Das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS und das kann sie sich dann einführen. TikTok-sportlich. Haben wir TikTok-sportlich, genau. TikTok-sportlich. Immer viel TikTok-sportlich. Dr. TikTok, hallo TikTok. Ich mache nur Spaß, TikTok-sportlich. Das ist alles nur Show, alles Spaß. Ich meine das gar nicht ernst. TikTok, do you hear me? TikTok. Abgefahren, ne, ihr Lieben? Sherin möchte also Al-Ikrimbic benutzen, ja natürlich. Und falls einer dann unterwegs ist, um Hajj-Pilgerfahrt zu machen, von ihren männlichen Verwandten, so ist es ihm unter Umständen erlaubt, wenn er befürchtet, dass die Hoden abplatzen, ne? Dass er dann in die Hände eines Sklavenkindes dann, ne? Sehr gut gemacht, Sherin. TikTok sportlich. Sehr gut gemacht, Sherin. Das hast du fabelerregend hingekriegt. Nicht fabelhaft, fabelerregend. Das ist sehr fabelerregend. Aber gut, dass du hier drinnen bist, Sherin. Schön, dass du hier drinnen bist, dass du das alles hörst. Das befindet sich in Bade Alpha White, Band 4, Seite 36 bis 39. Das kannst du ja nachlesen, weil du bist ja eine heftige Muslima, die sich ja natürlich auskennt in ihren Schriften. Die hat natürlich Bibliotheken zu Hause. Du hast ja das Buch zu Hause, du kannst ja da nachschlagen. Von deinem Gelehrten Ibn al-Qayyim, Al-Jawziyya. Unglaublich. Oh, langsam werde ich hier müde, ey. So, hören wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Dann berichten die Hadithe einige wissenschaftliche Lehren des Propheten, die damals vielleicht für wundersam erachtet wurden, die aber nach heutigem Kenntnisstand völliger Unfug sind. Mohammed lehrte seine Gefährten zum Beispiel, Fliegen, die ins Trinkgefäß gefallen waren, ganz unterzutauchen. Denn wenn ein Flügel die Krankheit brachte, dann war auf dem anderen Flügel das Heilmittel. Mohammed lehrte, also wenn eine Fliege ins Wasser in euer Getränk fällt, dann sagt der Mohammed nicht, dass ihr da die Fliege rausholen sollt. Er sagt, tunkt die Fliege ganz da unten, denn auf einem Flügel trägt die Fliege die Krankheit und auf der anderen die Heilung dafür. Leute, das kann nicht mehr euer Ernst sein. Das ist Sahih Bukhari. Hallo Armin, wie geht es dir heute so? Ja, ich hatte heute noch nicht genug Kamelurin, aber vielleicht gleich. Too much. Leute, 3, 2, 1, alle jetzt zusammen. Komm, die 300.000 will ich jetzt sehen. In 2 Minuten. 300.000 jetzt, komm, alle zusammen. Alles mal 3. Tippen! Alles mal 3 jetzt, komm, bis 300.000 machen wir jetzt voll. Die 300.000 ballern wir jetzt zu, komm. Dr. Sheikh Abu Amin und sein Team.
300, ja, kriegen wir hin. Nicht lachen, das kriegen wir hin. Dr. Sheikh Abu Amin und seine Geschwister, die kriegen alles hin. Alles mal 300. Lass die Daumen brennen. Ja. 300.000, seht ihr, wie gut ihr seid? Guck mal, wie das hochballert. Komm. Auf geht's. Let's go. Team Wahrheit, genau. Der, wie heißt der, dieser Albaner, wie heißt der da? Ja, Nino Gashi, genau. Team Familie. Und wir sind Team Wahrheit. Team Familie gegen Team Wahrheit. Danke, Cousinus. Gott segne euch. Gott segne dich, Cousinus. Bis zum Daumenbluten jetzt hier. Guckt ihr das an? Seht ihr, was wir erreichen? Wir sind Team Wahrheit. Die anderen sind Team Familie. Ja, Team Familie sind wir sowieso. Aber Team Wahrheit, wir gehören zum Herrn Jesus. Genau. Let's go! Was? I Love Jesus hat 500 Millionen Löwen gesendet. Daumen-Jihad, los, genau. Komm, die 500.000 knacken wir jetzt. Die 300.000 zumindest. Komm. Mal gucken, wie viel wir schaffen in 3 Minuten. Schaffen wir das, auf die 300.000 zu kommen? Komm, Leute. 300.000, alle Gas geben jetzt, komm. Neuer Job-Tippen. Ja, was, das ist Dings, wie nennt man das? Das ist auch ein Werk vollbringen, hallo? Amir, wann öffnet Smoke and Pray? Ich warte. Nein, um Gottes Willen, sowas machen wir nicht. Smoke and Pray gibt's nicht. Jedes Herz 1 Euro. 1 Euro für euch alle. Ehrenamt. Meinung zu Israel, Amir. Ja, wer Israel verflucht, der sei verflucht, sagt die Heilige Schrift. Wir beten aber für beide Parteien, dass es im Nahen Osten zu Frieden kommt und dass sie so schnell wie möglich diplomatische Gespräche abhalten, um Frieden im Nahen Osten herzustellen. Amen. Amen, ist dein Auto auch ein Christ? Nee, nur der hier drinnen sitzt. Das ist ein Christ. Ja, vielleicht eröffne ich bald hier meine fahrende Shisha-Bar. Aus dem Fenster dann. Schmeiß ich die Schläuche über die Münde von den Muslimen. Mach Mund auf. Shisha-Schlauch-Weitwurf. Neue Sportart. Shisha-Schlauch-Weitwurf, genau. Mit diesem Cowboy-Hut. Ich geh kaputt. Shisha-Schlauch-Weitwurf, ey. Und die müssen dann die Münde aufmachen. Und dann schmeiß ich das da so rein. Habt ihr viel, viel Spaß hier mit Dr. Sheikh Abu Amir. Oh, möge der Jesus Christus euch alle segnen, ihr wundervollen Herrlichen. Wenn ich euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, dann habe ich auch alles richtig getan, herrlich. Sowohl die Menschen zum Herrn Jesus Christus einladen, als auch euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Was ist eigentlich aus AVK geworden? Ich habe keine Ahnung. Der beschäftigt sich jetzt viel mit Manuelsen. Manuelsen ist zu seinem Hauptthema geworden, glaube ich. Dr. Amir, lass T-Shirt machen, ja. Irgendwann mal mache ich ein T-Shirt für euch. Von dem ganzen Erlös spenden wir das dann an arme Kinder oder was. Das wäre nicht schlecht. So. Wollen wir weiter ran? Dass die Ähnlichkeit zwischen dem Kind und einem Elternteil davon abhängt, von dem die Körperflüssigkeit im Geschlechtsverkehr zuerst ausgegangen sei. Siehst du, wie gut er sich auskennt. Habt ihr das gerade gehört? Er weiß genau um die ganzen Hadiths, diesen Quatsch, den Mohammed sozusagen gesagt hat, angeblich gesagt hat.
Ich glaube ja nicht an einen Hadith aus Bukhari. Ich glaube überhaupt nicht, was Imam Bukhari überliefert hat. Dieser Religion kann man absolut nicht vertrauen. Nicht vertrauenswürdig, diese Religion. Vielleicht ist das nicht verwunderlich für die Meinung eines Mannes im 7. Jahrhundert. Aber Mohammed behauptete, der Engel Gabriel selbst habe ihm dies und noch ein paar andere falsche Dinge zur Embryologie offenbart. Heftig, ne? Die Leute damals waren beeindruckt. Aber wir wissen heute, dass das nicht so ist. Die Liste könnte man fortsetzen. Ich weiß, nochmals, dass es nicht leicht ist, solche Dinge von mir anzuhören. Ihr müsst es mir auch nicht glauben. Ihr könnt eure Quellen selber lesen. Eine Liste mit der Nummer der Hadithen gebe ich euch. Fragt eure Gelehrten. Ich bin sicher, sie werden versuchen, Antworten zu finden. Manche werden vielleicht gleich die ganzen Hadithensammlungen ablehnen, obwohl sie über Jahrhunderte allen Muslimen als beste und verlässlichste Quelle galten. Ihr müsst dann selbst entscheiden. Ich sage nicht, dass die allermeisten Muslime nicht friedliche, gute Menschen sind, so wie ihr. Das sind sie sicher. Die Frage jedoch ist, sind sie so friedlich, weil sie ihren Quellen wirklich treu folgen? Seht ihr? Oder weil sie ihre Quellen... Sind die Muslime, die Mehrheit der Muslime ist ja friedlich. Sind sie denn friedlich, weil sie der Islam ihnen das sagt oder weil sie ihre Quellen außer Acht lassen? Das ist eine gute Frage. Weil ihre Quellen sagen etwas anderes, als so wie sie friedlich sind, ne? Sie dürfen eigentlich gar nicht so sein, wie sie sind. Es sind also normale Menschen, die einfach ihr Leben leben. Aber die Schriften des Islams zeigen etwas ganz anderes. Danke, Onigis. Und zum Glück gar nicht kennen. Lebt nicht der Großteil der Menschen, egal in welcher Religion, mehr aus einer bestimmten Kultur heraus als wirklich aus einer Religion? Kulturbedingt. Ne? Die meisten werden in diesen Kult reingeboren und haben eigentlich gar nichts mit dieser Religion zu tun. Zu tausendfach, millionenfach. Die wissen gar nicht, in was für eine Religion bin ich da hineingeboren worden. Setzen sich auch nicht damit auseinander und sagen einfach, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Allah hat mich als Muslim geboren lassen. Hat aber alle als Muslime geboren lassen. Wie viele Muslime kennen die Quellen ihrer Religion? Wie viele kennen nur das, was ihnen die Gelehrten sagen, die es sicher gut mit ihnen meinen? Genau. Von meinen Reisen habe ich den Eindruck, der Großteil der Muslime sind Kulturmuslime. Kulturmuslime, so sieht's aus. Islam ist Teil ihrer Kultur, nicht ihrer Religion. So sieht's aus. Dann gibt es die, für die der Glaube wichtig ist, so wie vielleicht bei euch. Ihr seid von der Güte und Größe des Propheten überzeugt und versucht, ihn nachzuahmen. Aber haben eure Gelehrten euch wirklich das ganze Bild des Propheten gezeigt? Aha, haben sie euch das Bild des Propheten gezeigt? Bei all dem, was ich im Koran, den Hadithen und der Sirat von Ibn Ishaq gelesen habe, ist es für mich kein Problem, in Mohammed einen beeindruckenden Mann und erfolgreichen Krieger des 7. Jahrhunderts zu sehen. Als Kind seiner Zeit hatte er natürlich auch Vorstellungen, die damals im arabischen Raum vielleicht nichts Schlimmes waren. Aber Muslime, wie er ja betont, verehren ihn als Propheten und perfektes Beispiel. Seht ihr? Das ist für alle Zeiten nachzuahmen. Gefährlich! Liegt hier nicht das eigentliche Problem des Islamismus, so der heute friedliche Menschen, egal welchen Glaubens und egal in welchem Land, bedroht? Zeit seines Propheten. Ja, heftig, ne? Ich werde später euch das zeigen, wo man das findet, das Video. Das ist echt wert, sich Zeit zu nehmen, um das Ganze zu gucken. Einfach nur Hammer. Komm, wir haben gleich die 300.000 geknackt, ihr Lieben. Wahnsinn. 300.000 haben wir fast geknackt, komm. Alle zusammen. Gleich arbeiten, würde ich mir gerne anschauen. Ja, ich muss das hier suchen. Ich weiß, warte mal, ich muss was mal gucken, wo man das findet.
schneller kann ich das jetzt nicht so finden. Ich muss mir Zeit nehmen. Dreihunderttausend erreicht, heftig. 300.000. Heftig. Ja, ich glaube schon, das ist ein katholischer Mönch mit Glatze, ne? Der diese Videos erstellt hat. Ja, ja, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, da hast du recht. Das ist so ein katholischer Mönch oder irgendwie sowas, der diese ganzen Videos erstellt hat. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Heißt das so, Squad Gold oder was ist das? Sehr gut, jetzt 400.000. Sehr, sehr gut. Wundervoll. Armin, wer gibt die besten Low Kicks? Ich denke, das ist Alarm mit seinen Schienenbeinen. Flying Low Kicks. Wie geht's dir? Sehr gut. Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Ja, ich frage mich immer, wie Allahs Bein aussieht. Ob das rasiert ist, dünn, dick, groß, klein. Wie sieht wohl Allahs Bein aus? Ne? Das ist heftig, es muss überdimensional riesig sein. Ne? Weil er Allah sagt, ja, ich habe den Adam in meinem Ebenbild erschaffen. Und Adam ist 90, also so ungefähr 30 Meter groß. Also Allah ist ein 30 Meter großes Wesen mit einem 30 Meter großen Schienbein. Das ist heftig, ne? Einfach 30 Meter große Schienbeine. Dann hoffentlich, dass er nicht ist. Ich als Medizin drauf, damit das kein Wasserbein wird. Ja, die Form von Allah ist schon heftig. Ne? Also er hat so den Eindruck, dass das wie so ein Lego-Baustein zusammengesetzter Körper ist. Ne? Das gleicht so wie von einem Bild von Picasso. Kennt ihr Pablo Picasso? Habt ihr schon mal so Bilder von ihm gesehen, wie ein Auge so ist, Mund hier und sowas, ne? Pablo Picasso. So ist das, dann ist auf einmal die Hand da und so, das ist, so ist Allah. Heftig, ne? Schuhgröße 65 vers 4. Ja genau, die Kinder können dann dementsprechend die Schuhe putzen oder was. Ein Mosaik zusammengestücktes Dings. Das ist so krass. Ja, das ist das Problem. That's the problem. This is the problem. Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Mein Name ist Bruder Ismail. Ich bin 16 Jahre lang Muslim gewesen. Aber in den letzten Jahren beunruhigten mich einige wiederkehrende Themen, welche mich dazu zwangen, meinen islamischen Glauben zu hinterfragen.
Und kürzlich... Ein Muslim, der auf einmal nach 16 Jahren Konvertierung aus dem Islam abgehauen ist, das Zeugnis von Abu Adam. Habe ich beschlossen, letztlich den Islam zu verlassen, und in diesem Video werde ich erklären, warum. Nun glaube ich nicht, dass es fair von Muslimen wäre, mich als ein Verräter zu sehen. Denn über die Jahre habe ich mein Bestes getan, um treu und loyal gegenüber dem Islam zu sein. Ich habe keine Spiele mit dem Islam gespielt. Ich nahm meinen islamischen Glauben sehr ernst. Und wenn auch immer ich eine islamische Lehre schwierig, problematisch oder kontrovers fand, tat ich immer mein Bestes, dieses Thema für mich und Muslime zu recherchieren, um es zu lösen. Heftig, ne? Ich war sicherlich nicht perfekt, aber ich glaube, dass sehr wenige Menschen meine Aufrichtigkeit gegenüber Allah, Mohammed und dem Islam anzweifeln würden. Also kann ich euch versichern, dass ich dieser Religion namens Islam hingegeben war. Nun lasst mich den Titel dieses Videos ansprechen. Die Frage, warum habe ich den Islam verlassen? Die Antwort auf diese Frage ist der Koran und Mohammed und ihre Lehren bezüglich moralischen Standards und Benehmen. Seht, in den letzten Jahren stellte ich fest, dass ich nicht länger in der Lage bin, den Koran und besonders Mohammeds Moral und Benehmen zu verteidigen. Ja? Es gibt also Muslime weltweit, die das, diese moralischen Aspekte von Mohammeds Leben überhaupt nicht mehr verteidigen können. Wie kannst du denn so einen Menschen verteidigen, der ein kleines Kind geheiratet hat, TikTok-sportlich, sie mit 9 Jahren dann halt ihre Unschuld geraubt hat, der Dörfer angegriffen hat, Menschen versklavt hat und hier SEX-Sklavinnen hatte, seinen Frauen angeordnet hat, die Brüste anderen Männern zum Stillen zu geben, TikTok-sportlich. Also eine sogenannte Zeitehe erlaubt hat. Das sind alles so Aspekte, die man überhaupt gar nicht verteidigen kann. Was ist das für ein Mensch? Was sind das überhaupt für Menschen, die sowas verteidigen? Das kommt auch noch dazu. Das ist Wahnsinn, ne, Leute? In der Vergangenheit habe ich mein Bestes getan, den Islam zu verteidigen und besonders Mohammed vor den Behauptungen und Vorwürfen gegen ihn. Ich tat mein Bestes, um Mohammed zu lieben, und ich kann beweisen, dass ich für ihn eintrat und ihn viele Male verteidigte. Ich machte zum Beispiel Videos, wie war Mohammed barmherzig, wo ich versuchte, Beispiele für Mohammeds guten Charakter zu liefern. Und mein Video, wer sind die Islam-Hasser, wo ich versuchte, die anti-islamischen Kritiker zu widerlegen und aufzudecken. Und ich machte viele weitere Videos, in welchen ich Mohammed und den Islam verteidigte. Meistens war ich erfolgreich darin, Mohammed zu verteidigen vor denjenigen, die seinen Charakter angriffen, da ich im Islam gut gebildet war. Und ich studierte jahrelang islamische Apologetik. Doch während ich den Islam verteidigte, stellte ich fest, dass viele Kritiken berechtigt waren und sich auf authentischen, frühen islamischen Quellen gründeten. Und ich kam in Verlegenheit, ausreichende und ehrliche Antworten für sie zu finden. In den kommenden Videos werde ich euch viele der Anschuldigungen gegen den Islam und Mohammed mitteilen, die ich nicht mehr verteidigen konnte. Aber um der Kürze willen werde ich euch in diesem Video ein Beispiel liefern bezüglich des Themas der sexuellen Unmoral. Wie es auch schockierend scheinen mag, lehren der Koran und Mohammed, dass es erlaubt ist, halal weibliche Kriegsgefangene einzufangen und zu vergewaltigen. Sogar wenn diese Frauen verheiratet sind und ihre nicht-muslimischen Männer noch immer noch am Leben sind. Lasst uns die islamischen Quellen untersuchen, um zu sehen, was sie sagen. Der Koran in der Sure 4, Verse 22 und 23 informiert muslimische Männer über die Kategorien von Frauen, welche sie nicht heiraten dürfen. Aber in der Ayah 24 lesen wir: Al-mahsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Das ist heftig, ne? Dass der Abu Adam, das ist ja dieses Gegenstück zum Hervorgehen, wie ich euch das erklärt habe. Das wollte ich euch gestern zeigen, dass er den Islam verlassen hat und jetzt die, ja, den Islam am Ruinieren ist. Er hat den Islam schon hardcore widerlegt, ne? Hardcore widerlegt, im englischsprachigen Raum. Ja, Gott sei Dank gibt es unter den Muslimen noch einige, die das Ganze nicht mehr mit ihrer Moral, Ethik und Verstand vereinbaren können und aufwachen aus diesem Albtraum.
Und andere Muslime halt warnen und sagen, Leute, ihr seid verrückt, dass ihr das noch glaubt. Wir wurden getäuscht, wir wurden angelogen unser ganzes Leben lang. Wir sind unfähig gemacht worden. Unfähig gemacht worden. Wir wurden dumm gehalten. Wir wurden von dumm verkauft. Was diese Imame und diese Geistlichen für eine Gehirnwäsche mit ihren Leuten praktizieren, ne, und Mohammed als das beste Vorbild aller Zeiten verkaufen, obwohl die Schriften eine ganz eindeutig andere Sprache sprechen. Das ist so krass. Das ist Abu Adam aus Amerika. Oh ne, da ist schon wieder die Sherin. Sherin, kannst nicht einfach zuhören und dem Abu Adam Folge leisten, nach dem Motto, dass du auch verstehst, warum er den Islam verlassen hat, aufgrund dieser Wahnsinnstatsache. Pass mal auf. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Wir sehen also hier im Koran eine Ausnahme, ein Beispiel, bei welchem es erlaubt ist, halal, dass ein muslimischer Mann eine Frau heiraten kann, die schon einen Ehemann hat. Aber wer sind diese Frauen, die so beschrieben werden, dass sie eure rechte Hand besitzt? Wenden wir uns für die Antwort an den berühmtesten Kommentator des Korans, Ibn Kathir. Der folgende sagte, als er die Sure 4, Vers 24 kommentierte. Wie heißt dieser katholische Mensch? Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich hatte den mal abonniert gehabt, aber ich finde den irgendwie nicht mehr. Zitat. Allah sagte: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Die Eier bedeutet, dass es euch verboten ist, Frauen zu heiraten, die bereits verheiratet sind. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Das bedeutet, außer denjenigen, die ihr durch Krieg erlangt. Für euch sind solche Frauen erlaubt, nachdem ihr sichergestellt habt, dass sie nicht schwanger sind. Imam Ahmed zeichnete auf, dass Abu Sa'id al-Khudri sagte, wir fingen einige Frauen aus dem Gebiet Autas, welche bereits verheiratet waren. Und wir mochten nicht, Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben, weil sie Männer hatten. Wie also fragten wir den Propheten wegen dieser Angelegenheit und diese Eier wurde offenbart. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Folglich hatten wir Geschlechtsverkehr mit diesen Frauen. Das ist stellt euch mal vor, wir würden einer der Dörfer der Muslime angreifen. Nehmen wir zum Beispiel Pierre Vogel, Abu Bara, Sheikh Ibrahim oder wer auch immer, ne? Die haben ja Frauen, Kinder oder was, ne? Bei Sheikh Ibrahim weiß ich nicht, aber bei Pierre Vogel und Abu Bara, die haben ja Frauen, Kinder. Stellt euch mal vor, wir würden eine Horde von Christen, aber sowas gibt's ja nicht, ich meine nur rein hypothetisch, eine Horde von Christen würde sie aufsuchen, den Pierre Vogel zuschnüren, fesseln und vor seinen Augen seine Frau verge, sowas, was der Mohammed da angeordnet hat. Was meint ihr, wie der Abul Bara und der Pierre Vogel sich fühlen würden, wenn vor ihren Augen ihre geliebten Frauen dann verge? Absolut krank, ne? Absolut krank. Und sie akzeptieren die Sure 424 im Koran mit ihrer Auslegung Tafsir ibn Kathir. Das, was Mohammed also getan hat, war vollkommen in Ordnung, solange man das nicht ihnen antut, siehst du? Weil wenn sie es am eigenen Leib spüren würden, würden sie ja den Islam anspucken und jeden warnen vor dem Koran und Islam und alles. Richtig? Ja. Habe ich nicht recht? Sie akzeptieren das, weil das im Koran steht, weil Mohammed das so praktiziert hat. Okay, Hauptsache man tut ihnen das nicht an, das ist so krank.
Weil wenn man ihnen das antut, würden sie das Leid dieser Menschen erfahren. Versteht ihr? Dann würden sie sagen, Mohammed war ja kein Prophet, das ist ja absolut krank. Das ist also die Moral des Gottes des Islams. Dass man verheiratete Frauen vor den Ehemännern die Aufzeichnung gesammelt von At-Tirmidhi an-Nasai ibn Jarir und Muslim in seinem Sahih. Vielleicht seid ihr jetzt an diesem Punkt in einem Zustand des Schocks, vielleicht sagt ihr euch selbst, das ist unmöglich. Der glorreiche Koran und der edle Prophet Mohammed würden niemals eine solche sexuelle Unmoral lehren. Seht ihr? Oder vielleicht denkt ihr, es gibt Muslime weltweit, die das so nicht kennen und auch nie so erfahren haben, weil das alles unter dem Teppich gekehrt wird. Ganz voran hier diese gehirngewaschene Sherin. Meint ihr, die Sherin hat einmal in ihrem Leben Koran gelesen und gelesen? Weil sie es getan hätte, würde sie ja nicht den Islam angehören, oder? Wie kannst du das akzeptieren, Sherin? Ich rede aus dem aufrichtigen Herzen zu dir, Sherin. Wie kannst du als Frau akzeptieren, dass beispielsweise, nur rein hypothetisch gesehen, du lebst mit deiner Familie in einem Dorf. Mohammed und seine Sahaba, seine Dschihadisten, greifen dich und dein Dorf an. Nehmen dein ganzes, gesamtes Dorf auseinander, TikTok sportlich. Fesseln deinen Mann, deinen Bruder, deinen Vater, deine ganze männlichen Familienmitglieder. Und du wirst vor den Augen deines Ehemanns verge... Wie kannst du es übers Herz bringen, so einer Religion zu folgen? Wie geht das? Wie kann man das nicht klar verurteilen? Amir, die das tun, sind keine Muslime. Habt ihr das gesehen, Leute? Wir erklären ihr, was es auf sich hat mit der Sure 424, dass Mohammed das getan hat und die Sahaba, die bei der Schlacht von Hunain diese Männer besiegt haben, sie gefesselt haben, aber auch mit den Frauen Verkehr haben wollten und dann auf einmal aus Menschlichkeit heraus so Mohammed gesagt hat, was sollen wir denn machen, Mohammed? Sollen wir uns jetzt kastrieren? Und dann sagte Mohammed, nein. Dann kam Allah mit dem erhabenen Vers, verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Und sie haben vor den Augen ihrer Männer mit den Frauen Verkehr gehabt. Unglaublich. Sherin, ist das okay für dich? Wenn Menschen dein Dorf angreifen, deinen Mann fesseln und vor deinen Augen verge, würdest du dann dieser Religion angehören von diesen Leuten, die dich vor den Augen deines Ehemanns verge? Ah, Sherin und ihr ganzen Muslime, Muslimas, die ihr sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslima. Schande auf euch alle, Schande, Schande. Dass ihr das nicht aufschlägt, um das nachzuschlagen. Um herauszufinden, was auf sich hat. Warum der islamische Staat den Jesiden das angetan hat. Schande auf euch alle. Schande auf euer Auffassungsvermögen. Unfassbar. Welche Moral ihr besitzt, das daran zeigt sich, was für Geisteskinder ihr seid. Wenn ihr sowas akzeptiert, daran merkt man, was für Teufel in euch steckt. Was für bösartige Kreaturen ihr seid, dass ihr das akzeptiert und auch noch Verteidigung erklären wollt. Das kommt ja auch noch dazu. Wie dämonisch beladen und besessen muss man sein, das zu akzeptieren. Dass Gott sagt, geh und ne? Du musst also wirklich das allerletzte Dreckhaufen sein, was es auf dieser Welt gibt, wenn du das akzeptierst. Wenn du das herausgefunden hast, so wie der Abu Adam, 16 Jahre seines Lebens Muslim und hat den Islam dann aufgrund dieser Tatsache verlassen, weil er es mit seiner Moral, Ethik und Verstand nicht mehr vereinbaren konnte. Hat gesagt, was? Mein Vorbild hat gesagt, dass ich Dörfer angreifen soll und die Männer fesseln soll und vor den Augen der Männer mit ihnen Verkehr haben soll.
Es muss eine andere, positivere Interpretation für den Koran, Sura 4, Vers 24 geben. Oder vielleicht... Gibt es eine positivere Erklärung für Sura 4, 24? Nein. Nein. Das ist versuchst es, was du dich herab selbst zu überzeugen, dass der große islamische Gelehrte und der berühmteste Kommentator des Korans, Ibn Kathir, komplett falsch liegt und keine Ahnung hat, wovon er spricht. Allein zu behaupten, dass Ibn Kathir hier Lügen erzählen würde über den Islam und uns nicht die Wahrheit sagt, was in der Geschichte passiert ist, zu Sura 4,24, ist nicht nur irreführend, sondern auch beschämend, dass man das unter dem Teppich kehrt. Zu glauben, dass einer der größten islamischen Gelehrten wie Ibn Kathir keine Ahnung vom Islam hat und nicht weiß, was er dort den Muslimen mitgibt und die Geschichte erzählt. Wahnsinn, ne? Was meint ihr, warum der Hamdi sich schämt, und als ich mit ihm über die Sure 86, Vers 6 bis 7 gesprochen habe, auf einmal ihm gesagt habe, bist du der Prophet des Islams? Bin ich der Prophet des Islams? Wer interpretiert denn den Koran denn am besten? Ibn Kathir, der heftigste Korankommentator von allen. Der meistgeschätzte. Er sagt, dass die Frauen Spermien haben, dass sich in ihren Rippen sitzt. Und dass die Flüssigkeit von der Frau, die Spermie der Frau, dünn und gelb ist. Und dass die Flüssigkeit des Mannes dick und weiß ist. Und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Das ist eine Katastrophe, was Allah da sagt. Wenn ihr da in dem Thema auch noch Muslime bleibt, so habt ihr euch bewusst entschieden, für alle Ewigkeit in die Hölle zu fahren. So ist es. Mehr gibt's da nicht. Das war's. Licht aus, auf Wiedersehen. Licht aus, auf Wiedersehen. Breaking News. Bewusst entschieden, in die Hölle zu fahren. Das kannst du keinem erzählen. Und dann der Hamdi hat sich natürlich geschämt, der Hansi. Der hat gesagt, Ibn Kathir kann ja auch einen Fehler machen. Ganz genau wie dieser Liebe zu Khara da. Liebe zum Hadith, Liebe zu Khara. Ja, hier der Dings, der große Gelehrte, der Fath al-Bari rausgehauen hat. Ibn Hajar al-Asqalani. Der große Hadith-Gelehrte, der Sahih Bukhari erklärt. Ja, der kann auch Fehler machen. Ah, wenn es auf einmal brenzlig wird und er den Islam ruiniert und Mohammeds Charakter auf einmal sehr schlecht darstellt, hat er natürlich einen Fehler gemacht, das ist ja klar. Woanders hat er keinen Fehler gemacht. Ein popeliger TikToker, der keine Ahnung von Islam hat, will Ibn Hajar al-Asqalani erklären, wie man Sahih Bukhari erklärt. Ich könnte das immer wieder erzählen, das ist für mich unbegreiflich, als er diesen Satz gesagt hat. Ja, Ibn Hajar hat einen Fehler gemacht. Achso. Ich glaube, hier oben bei dir ist eher ein Fehler. Weil du dich in Grund und Boden schämst, dass dein Prophet ein 9-jähriges Kind angefasst hat und Aisha erst ihre Menstruation bekommen hat, als sie 16 Jahre alt war. Mit 16, Leute! Mit 16! Brüder und Schwestern, ich wünschte, das wäre alles wahr, aber leider werden die Dinge noch schlimmer. Wenn wir das Thema weiter untersuchen, wir lesen zum Beispiel in dem folgenden Hadith, in Sunan Abu Dawud, Volume 2, Hadith Nummer 2155. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Gesandte Allahs, das heißt Mohammed, sandte eine militärische Expedition nach Autaz an dem Tag von Hunain und sie trafen auf ihre Feinde und bekämpften sie und besiegten sie. Sie machten Gefangene. فكأن أناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. Wahnsinn, ne, dass der Abu Adam auch noch besser Arabisch spricht und lesen kann als Pierre Vogel. Seine Aussprache im Gegensatz zu ihm ist ja eine einzige Katastrophe, wenn du das vergleichst. Pierre Vogel ist schon gut, aber Abu Adam ist noch heftiger als Pierre Vogel. Heftig, ne? Und daher kannst du ihm nicht reinlegen, den Abu Adam. Weil er ja mächtig genug ist, in die arabischen Schriften einzutauchen, was die Muslime heuchlerischerweise nicht übersetzen. Weil sie sich schämen ihrer Religion. Wahnsinn, ne?
Einige der Gefährten des Gesandten Allahs waren widerwillig oder war es unangenehm, Verhältnisse, das heißt Sex mit ihm, das heißt den weiblichen Gefangenen zu haben, wegen ihrer heidnischen Ehemänner. Seht ihr, Sunan Abu Dawud 21,55, die Sahabis von Mohammed, also die Dschihadisten, hatten noch ein wenig Moral und Anstand und haben gesagt, ja, Rasulallah, sollen wir mit ihnen schlafen, aber die Männer sind noch am Leben, was sollen wir machen? Und schaut euch dann an die Moral von Allah und seinen Gesandten. Gar kein Problem. Vor den Augen der Männer, egal ob sie verheiratet sind, das sind Gefangene, Kriegsgefangene. Los, yalla, mach mal. Ich habe dir das erlaubt, geh. Wer ist als Allah? Wer ist der Gott des Islams, Leute? Kann mir das einer beantworten? Wer ist der Gott des Islams? So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt seht ihr, wer Allah in Wahrheit ist. Jetzt seht ihr, wer Allah in Wahrheit ist. Seine Moral. Seine Moral. Allahu fi dhalik والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. So offenbarte Allah den koranischen Vers, und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Und das ist wieder Koran Sure 4 Vers 24, wie gesagt. أيهنّ لهم حلال إذا أنقضت عدتهن. Das bedeutet, sie sind rechtmäßig oder erlaubt für sie, wenn sie ihre Wartezeit vollendet haben. Und dieser Hadith, meine Brüder und Schwestern, ist sahih oder authentisch. Also dieser Hadith informiert uns, dass die muslimischen Soldaten ein Problem hatten. Sie wollten Sex mit den weiblichen Gefangenen haben, aber diese Frauen waren bereits verheiratet und hatten Ehemänner, die immer noch am Leben waren. Mohammed behauptet dann, dass er eine Offenbarung von Allah erhält, welche die muslimischen Männer anweist, für eine bestimmte Zeit zu warten, um sicherzustellen, dass die weiblichen Gefangenen nicht schwanger sind. Nach dieser Zeit ist es diesen muslimischen Männern erlaubt, mit diesen verheirateten Frauen Sex zu haben. Stellt euch nun selbst folgende Frage: Wie würdest du dich fühlen, wenn deine Frau oder irgendeine Frau in deiner Familie durch feindliche Soldaten gefangen genommen wird, dann gezwungen wird, sich von ihrem Ehemann zu scheiden, dann gezwungen wird, einen von diesen feindlichen Soldaten zu heiraten, dann gezwungen wird, Sex mit diesen feindlichen Soldaten zu haben, den sie offensichtlich hasst. Und das alles passiert, während ihr Ehemann noch am Leben ist. Glaubst du, dass deine Frau, deine Schwester, deine Tochter oder deine Mutter damit einfach... Warte, wir sind im Tunnel. Wäre, wenn diese Dinge ihr aufgezwungen werden würden. In Demütigung? Keine Person, die beim vollen Verstand ist, kann den Koran in dieser Angelegenheit verteidigen. Das ist nicht mehr als legalisierte Vergewaltigung verheirateter Frauen. Und ich kann nicht glauben, dass das von Gott ist. Seht ihr? Deshalb weise ich den Koran und Mohammed in dieser Sache ab. Nun habt ihr einen Eindruck, warum ich den Islam verlassen habe. Und in den kommenden Videos hoffe ich, mit euch mehr Gründe teilen zu können, denn da gibt es viele. Danke fürs Zusehen und möge Gott euch segnen und mich und uns alle. Amen. Amen. Heftig, ne? Heftig. Jemand, der Gehirn an den Tag gelegt hat, Verstand, Moral an den Tag gelegt hat. Und dann fragen die sich, warum der islamische Staat auf einmal das mit den Jesiden, Aramäern, Assyrern und was weiß ich, was da alles für Völker noch
existiert haben in Irak und Syrien, ne? Mit den Kurden allgemein unglaublich. Ich bin fassungslos. Fassungslos. Ja, der Koran ist nichts anderes als eine Kriegsschrift gegenüber allen Völkern, die nicht zum Islam konvertieren wollen. Wollt ihr nicht? Okay. Dann müsst ihr aber auch das Schwert dann zu spüren bekommen. So wie At-Tabari das sagt. So wie Imam At-Tabari das sagt. Band 9, Seite 69. Araber sind die Besten der Abstammung, die edelsten Menschen. Und wir sind die Ersten, die zum Ruf des Propheten folgen. Und wir bekämpfen jeden Menschen, bis er an Allah alleine glaubt oder uns die Jizya bezahlt. Unser Prophet hat uns angeordnet, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie die Jizya bezahlen. Wer nicht an den Islam glauben will, den werden wir für Allahs Sache für immer bekämpfen. Und ihn zu Nackentherapie zu verpassen, ist für uns das kleinste Problem. TikTok sportlich. Ihn eine Nackentherapie zu verpassen, euch allen, ist das kleinste Problem. Und so seht ihr, dass der Islamische Staat die treuesten Muslime sind, die ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Jizya per PayPal. Ja. Ja, genau, sein Kanal heißt Don't Convert to Islam. Ja. Ja, ich frage mich, in so einer hochmodernen Zeit, wenn der Islam eines Tages so ein Territorium erobert und auf einmal so ein Kalifat errichtet und dort Jizya verlangen, wie machen sie das denn, wenn auf einmal kein Bargeld mehr da ist? Die nehmen dann einfach digital per PayPal. Das ist so krank, ey. Bitcoin. Bitcoin. Ja, anscheinend. Wir nehmen auch Scheck, Visa-Karte, Mastercard, kein Problem. Bei uns ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Allah. Ich geh kaputt, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Richtige 0% Finanzierung, ey. Mit Geld zurück, Garantie bei Klarna. Nee, Klarna geht nicht, sonst kriegst du einen Schufa-Eintrag, weil du zu oft Dings genommen hast. Die kommen zu dir mit EC-Kartengerät, ja, das ist krank, ne? Stellt euch das mal vor. Die kommen dann samt der Kalaschen, die kommen zu euch an und dann halten die so dieses Gerät an eure Hand oder an die Karte oder sowas. Hier, Jizya bezahlen. Wahnsinn. Ist das krass. Einfach, wie möchten sie zahlen? Visa, Mastercard, EC, alles ist erlaubt, kein Problem. Kurz gerade dran bing, genau. Bring die nicht auf Ideen. Aber Apple-Aktien, Jizya-Aktien, Islam-Aktien. Ja, das ist echt grausam. Die Jizya, mit Jizya ist kein Spaß, ne? Die Jizya ist eingeführt worden, um die Christen und Juden zu demütigen. Das ist ein Strafgeld, das sie zahlen müssen, um am Leben zu bleiben. Das sagt Imam At-Tabari. Und in der Enzyklopädie in Band 15 findet ihr das auch, dass dort eindeutig beschrieben wird, dass Jizya bezahlt werden muss, damit man sich vor dem Nackentherapie schützen soll. Weil bei Nicht-Einhaltung der Jizya muss Nackentherapie her. Wie viel muss man bezahlen? Es kommt immer drauf an. Ne? Sie wollen den Druck dann erhöhen. Erstmal gucken sie, wenn du arbeitest oder was, wie viel Lohn du kriegst.
und dann musst du so einen prozentualen Anteil von deinem Lohn geben. Und dann wird der Druck halt immer erhöht, damit du zum Islam konvertierst, ne? Sowohl vom Geld als auch gesellschaftlich. Du wirst ja geächtet. Du bekommst keinen richtigen Job. Du darfst auch keine Ämter wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall überhaupt gar keine in Ämtern euch erkennt, dass man euch auch demütigt, ne? Weil Sure 9, Vers 29 muss tagtäglich an euch praktiziert werden, damit ihr euch in eurer Religion gedemütigt fühlt. Ja, Humsa Redun. Quatsch, es gibt keinen Zwang im Islam. Quelle, vertrau mir, Bruder. Genau. Quelle, vertrau mir, Bruder. Wir lassen einfach Sure 9, Vers 9 außer Acht und sagen einfach, glaub mir. Ach, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ist er wieder. Unbelievable. Unbelievable. Essen viel mehr und so weiter. Hä? Welcher Vers denn, meine Liebe? Das ist viel, viel besser, wenn ich den Jenna-Song mache. Das ist genauso wie die muslimische Apologetik. Wo war das? Warte, ich muss das finden. Die Muslime, die sind so heftig. Einfach Cooking Express. Du hast alle Videos hochgeladen, die ich mich auch damals beschäftigt habe. Wahnsinn. Alle, Cosinus. Israel, Weltfernsehbahn, nein, Muslime beten so. 666, ne, warte. Ah, hier ist das, hier. Murtadin, genau. Der Cosinus hat das hochgeladen, aber auch ein anderer Bruder hat das hochgeladen. Ich glaube, der nennt sich Anonym irgendwas, ne? Anonym. Ist der auch hier drin, ne? Auf jeden Fall, ich habe das direkt hier auch bei Cosinus gesehen und hier heißt es, das zeige ich euch jetzt. So. Hier heißt es. Die Quelle brauchen wir, warte. Ja, das sind die arabischen Sprüche. Wir müssen Mariam fragen. Mariam, ist die Mariam hier drin, ne? Sie kann uns das Buchcover vorlesen, welches Buch das ist. Warte. Sie mal kurz anschreiben, mal gucken, ob sie da ist, weil hier sehe ich sie nicht in dem Stream. Ja, lasst euch niemals von Muslimen täuschen. Sie lesen die Bibel wie Zweitklässler, die gerade gelesen haben und verstanden haben, also so einen leichten Verstand haben. wie Zweitklässler. Das ist so krank, ey. Wurde die Bibel neu geschrieben? Natürlich nicht.
Wir haben zigtausende von Abschriften, in der wir das Neue Testament perfekt in unsere Zeit rekonstruieren können. Kein Fehler, keine Verfälschungen. Wir haben 1. Jahrhundert, 2., 3., 4., 5., ach. Wenn jemand sagt, die Bibel ist verfälscht, der ist ein Gauner, ein Lügner und ein Heuchler. Mehr ist das nicht. Gauner, Lügner und Heuchler. Ja genau, Kindergartenkinder sind schlauer, wirklich, da hast du recht. Wie sie die Bibel lesen, ne? Das ist so traurig. Ne? Sie lesen also eine Passage, oh, da redet man über Kinderessen, beachten aber gar nicht den Kontext der Geschichte. Das sind einfach zwei, eine Frau, die einfach einer anderen Frau etwas sagt. Das ist doch nicht wortwörtlich Kinderessen, Mann. Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Ja, weil die Muslime verzweifelt sind, weil sie ihre eigene Religion wissen, was sich da drin befindet. Dann sagen sie, guck mal hier, bei dir auch. So eine Argumentation bringen sie, als würde das das dann gut machen. Rein hypothetisch gesehen, stell mal vor, das steht jetzt dort. Das heißt also, jede Schrift, die auf einmal Kannibalismus hervorbringt, ist auch okay. Ja, steht auch bei uns, steht auch bei dir. Also können wir es ja machen, ist ja kein Problem. Absolut geisteskranke Logik und Argumentation. Also bei dir steht Verge, ne? Frauenverge, also ist es auch okay, wenn die das machen. So behämmert. Das rechtfertigt doch niemals, dass irgendjemand das machen kann oder machen sollte. Aber warten wir mal auf Mariams Antwort. Bruder, ja, bin in 5 Minuten da. Okay, wir warten. Ich will, dass sie uns das Buchcover sagt, damit die Muslime auch wissen, wo sie zu suchen haben. Weil dort steht nicht dass die Nummer, Hadith, Seite, sondern nur das Cover und dann die Übersetzung. Ich möchte das, also erstmal den arabischen Text und dass Mariam uns das dann vorliest. Ich schicke ihr das, warte. So. Gott sei Dank, seht ihr, was der Herr Jesus Christus macht? Schickt Schwester Mariam, damit sie hier reinkommt und uns das vorliest, was dort verzeichnet ist. Genial. Danke, mein Herr und mein Gott. Jetzt werden wir sehen, wer wahrhaftig Cannibalism praktiziert. Was ist Abrogationsregel? Also, das ist dann die Regel, die dann der Muslim bekommt, wenn er dann Kopfblutung bekommt. Also das sind dann starke Blutungen, das sind die Abrogationsregeln. So wie eine Frau monatliche Regeln hat, so hat auch ein Muslim Abrogationsregeln. Ich geh kaputt, ey. Abrogationsregeln. Ah, das bedeutet das. Ja, genau, das bedeutet das. Nein, die Abrogationsregel besagt, dass wenn zwei Passagen sich im Koran widersprechen, löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. Okay, Mariam ist da. Warte, Mariam, ich schicke dir eine Anfrage. So, Gäste. Be my guest, Mariam. Be my guest. Ich bin nur ein Boxen am besten. Ja, da siehst du mal. Mariam? Hallo, Gottes Segen. Hallo, Salam al-Masih. Gottes Segen, ihr Lieben. Gott segne dich und deine Familie, Mariam. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, auch, ihr Lieben. Danke. Wir haben gerade über das Thema Kannibalismus gesprochen und dass die Muslime ja so in ihrer Argumentation verzweifelt sind, dass sie zu 2. Könige Kapitel 6, Vers 26 oder was war das, Vers 28 rüberlaufen und sagen, dass die Bibel erlauben würde, Kannibalismus zu betreiben, was natürlich absolut geisteskrank ist, wenn man sich das durchliest. Da ist überhaupt nichts mit. Das ist einfach zwei Frauen, die ein Gespräch führen und nichts mit wortwörtlich zu nehmen ist. Pass auf. Absoluter Quatsch. Mariam, ja. ich hab dir gerade ein Video geschickt. Kannst du es mal bitte aufmachen? Da steht, als ich das aufgemacht habe, vorhin, dieses Video ist privat.
Ach so, okay, warte mal. Ich konnte das nicht aufmachen. Okay, warte, dann schicke ich dir das über den Dings, warte. Mhm. Ohne Moment, das. Hier. Dracula. Mhm. Das heißt, da muss ich wieder lang, ich muss wieder raus und das Video schauen, glaube ich, oder? Ja, warte, ich schicke es dir, dann kannst du dir schon mal die Quelle aufschreiben, was da steht. Mhm. Ja. Hier. Ja, okay. Welches Buch ist das, Mariam? Was steht auf dem Buchcover? Was steht im Arabischen? Wo finden wir diese Quelle? Heads News. Heads News. Mariam, bist du noch hier drin? Wahnsinn, wir haben die 400.000 geknackt. 400.000, Wahnsinn. Gottes Segen, ihr wundervoll. Ein Kumpel von mir leugnet ebenfalls alles. Was leugnet er denn? Den gesamten Koran? Die gesamte Tradition von Mohammed? Ami, wie geht's deinem Hund? Dem geht's so gut, das glaubst du gar nicht. Den geht's einfach blendend. Den geht's richtig blendermäht. Richtig blendermäht geht's dem Hund. Der erlebt sein Leben, der chillt sein Leben, das ist unglaublich. Der hat es so gut, ich wünschte. Ja. Ein Hund in Deutschland hat es besser als Menschen in anderen Ländern. Das ist unglaublich. Ein Hund in Deutschland hat Kranke bei sich einen Platz zum Schlafen, wird ausgeführt. Das ist unglaublich.
Ja, ich kann es schon mal vorlesen. Also die Übersetzung heißt, während wir den Verzehr von TOTEM, Menschenfleisch, erlaubt haben, ist es nicht erlaubt, es zu kochen oder zu grillen, da dies ein Verstoß gegen seine Heiligkeit darstellt. Und er hat das Recht, einen Abtrünnigen zu TÜTEN und ihn zu essen und einen Krieger zu Nackentherapie machen, auch wenn es ein Kind oder eine Frau ist, und ihn zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind. Und es ist nur verboten, den kriegerischen Jungen und die kriegerische Frau in anderen Fällen als der Notwendigkeit zu Nackentherapie verpassen, nicht wegen ihres Verbots, sondern wegen des Rechts auf die Beute. Und er hat das Recht, den verheirateten Ehebrecher und den Krieger zu Nackentherapie zu verpassen. Okay, ich hab, Mariam ist wieder da. Absolut geisteskrank, ne, ihr Lieben? Hi Bruder, ich hab das gerade gelesen. Also das Buch heißt Qatl al-Murtad, das Buch heißt Al-Iqna' Hal al-Alfaz in Abi Shaja'. Das ist halt, was ist der Hukm al-Murtad? Also Qatl al-Murtad wa akluh al-Murtud la hurma lahu. Das heißt, al-Murtad, das ist der sein Glaube natürlich gewechselt hat. Ja, al-Murtad. Ja, lass mich das kurz erklären. Also Leute, die Muslime haben in ihren Fiqh-Büchern, also Auslegungsbüchern, wie man mit gewissen Personen im islamischen Recht umzugehen hat. Und zwar mit einem Abtrünnigen oder in dem Fall einen jemanden, der Krieg führt oder so. Die Muslime haben die Berechtigung, einen Menschen, der vom Islam abgefallen ist, also so jemanden wie mich und Mariam und alle anderen Muslime, die Ex-Muslime sind, das ist krank, ne, Maria? Das ist heftig. Das ist sowas von ekelhaft. Und hast du gehört, dass er gesagt hat, da hat keine Hurma, leistet lahu Hurma, heißt es, da hat keine Ehre. No honor. Das heißt, no wir dürfen honor, das keine tun. Keine Ehre, ja. Keine Ehre. Weil dieser Murtad hat keine Ehre. Das heißt, wir dürfen das machen, hat er gemeint heftig. Jetzt in dem Video. Den Muslimen ist es erlaubt, wahrhaftig Menschen Nackentherapie zu machen und aus ihnen dann in einen Kochtopf zu stecken. Das ist nicht normal, sowas von. Verbreitet das in ganz Deutschland. Diese Sekte gehört überall aufgehalten und überall sofort alle Moscheen musste man eigentlich schließen bei so einem Müllhaufen. Krank, ne? Sowas von krank. Ich habe das gerade gehört, was er da gesagt hat. Wo sind die Menschenrechte? Wo sind die Politiker? Wo sind die ganzen Leute, die sich das angucken und das sofort auf den Index schicken und die Moscheen schließen und die Leute vor die Wahl stellen und sagen, das ist also euer Islam? Wer es wagt, hier in Deutschland Werbung für den Islam zu machen, wird mit bis von 6 Monaten bis zu 5 Jahren Haft verurteilt. So müsste das sein, damit die Muslime abgeschreckt werden, hier in Deutschland Werbung für den Islam zu machen. So hätte ich das gemacht. Auf Werbung für den Islam steht 6 Monate bis 5 Jahre Haft. Wer es auch nur wagt, Dauer hier in Deutschland zu machen. Du kannst ganz normal deine Religion ausleben, gar kein Problem. In der Öffentlichkeit und andere Menschen dazu einzuladen? Absolut nein. Das nennt man gesunden Menschenverstand. Nach dem, was wir hier lesen. Wir gehen ja nur davon aus, was wir hier lesen. Also wenn Abtrünnige im Islam, wie Mariam und ich und Millionen anderer von Muslimen, hier eure Muslime ja genauso, sind ja alle abgefallen vom Glauben, dass man sie Nackentherapie machen kann und sie in einen Kochtopf steckt. Das ist ja Kannibal, das ist das Wort vom Feinsten. Das, also die haben wir das Thema jetzt geklärt? Haben wir das Thema geklärt, wer wahrhaftig Menschenfleisch? Ja, Kannibalismus, ob ich das da sagen darf. Der Wahnsinn des Islams nimmt kein Ende, ich sag's euch. Sowas wo sind denn die Verfassungsrechtler? Wo ist der Staatsschutz? Wo ist Verfassungsschutz? Wo sind die Leute? Wählt mich und ich mache Deutschland wieder gesund und stark. Aber hallo.
Armin vom Bundeskanzler. Aber hallo, ich werde sofort wählen. Ja, ich wähle dich dann sofort. Wir sind nicht hier, um irgendwie Politik zu machen, nein. Ja, wir sind klar, hier, um aufzuklären. Ja. Mein lieber Muslim, uns geht es damit, uns geht es, dass du die Wahrheit 1:1 liest, was sich in deinen Schriften befindet. Wenn du das als normal betrachtest, dass man Abtrünnige im Islam Nackentherapie verpassen sollte und sie in ein Kochtopfstück. Das ist krank. Das kannst du niemandem erzählen, Mann. Hast du das gelesen, Mariam? 1:1? Ja, ich habe das 1:1. Kannst du das alles bestätigen, was ich gerade gesagt habe? Ja, 1:1. Ich kann das sogar auf Arabisch. Das heißt, der hat gesagt, Qatlul Murtad wa Akluhu. Das heißt, man darf den, die vom Glauben abgefallen sind, töten und ihn essen. Also aufessen. Ja. Würdest du das auch unter Eid vor einem deutschen Gericht bezeugen, dass das genauso da drin steht und man den Islam auf der Stelle verbieten sollte? Ja, ganz genau. Dankeschön. Also 100%. So sieht's aus. Unter Eid, Leute. Wenn das also nicht stimmt, was wir hier gerade zeigen, unter Eid, Leute. Ja. Habe ich euch nicht gesagt, gehört der Islam zu Deutschland und Europa? Gehört das hier hin? Soll jeder für sich selber entscheiden. Ja. Und die Leute schlafen immer noch. Mariam, auf welcher Seite steht das denn? Das Buch von Abu Shujaina, genau, Abu Shujaina. Auf der Seite steht die Seitenzahl auch dabei. Die Seitenzahl? Könntest du das nochmal überprüfen? Ich muss es nochmal überprüfen, sonst muss ich wieder raus. Und dann bin ich raus hier vom TikTok. Ich muss wieder raus dann, ne? Ja, kannst du kurz rauskommen, dann wieder rein. Nimm dir kurz 1-2 Minuten, guck ganz kurz, wo die, was für eine Seite das ist, das wird ja gezeigt. Ja, mach ich, alles klar, dann bis gleich. Danke dir, Christa, danke. Bitte. Seht ihr, Lieben, ist das krass? Gut, dass du das gesagt hast, Curly. So können wir 1:1 sehen, dass das sich im Islam befindet, nicht bei uns. Bald mache ich auch noch mal ein Video, wo ich alles separat, jede kranke Sache im Islam, TikTok sportlich, in einem Livestream verpacke, hier in YouTube. Da habt ihr das noch mal in einem kompletten Livestream. Jede Einzelheit mit Finger in Vulva von Kindern, und alles, das ist der Wahnsinn des Islams. Da habt ihr es in einem Stream, da könnt ihr das nochmal alles abspielen und dann habt ihr das dort. Hammer, ne? Das muss in ganz Deutschland, die Euro-Muslime müssen aufgeklärt werden. Die Euro-Muslime, die mit dem Islam nichts zu tun haben, aber auch die Dauer-Teams. Ja? Die müssen dann, was? Die spannendste Frage für mich ist, warum Allah nur Arabisch kann, ja. Dieser Gott des Islams ist einfach der Gott der Araber. Und diesen Gott der Araber wollen sie allen Menschen aufzwingen. Sie haben auch versucht, meine Landsleute zu arabisieren. Aber wir haben unsere Sprache behalten. Ja, ich hab's gesehen, da steht die Seite. Ich hab's gesehen, warte mal. Das Buch von Abu Shujaina. So, was sind das für Zahlen? 2. Hm. 2:6. Da muss Mariam gucken, Mariam kennt sich besser aus. Ja, warnt eure Familienmitglieder, ne? Falls die eine dumme Entscheidung für den Islam getroffen haben, dass sie ganz genau wissen, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist. Gott segne euch, TikTok sportlich. Armin, wieso wechseln so viele in den Islam? Ich verstehe es nicht. Durch Propaganda.
Das ist reinste Propaganda. Du siehst auf einmal, dass wenn ich auf einmal diese ganzen Sachen hervorbringe, wer würde zum Islam konvertieren? Sag mir. Wer würde zum Islam konvertieren, wenn er das herausfindet, was wir herausgefunden haben? Würde es einen Menschen, der ein wenig Gehirn noch hier oben drin hat, sich für den Islam entscheiden? Sagt es mir. Und außerdem konvertiert keiner. Genau, Tina hat gesagt, keiner konvertiert. Keiner konvertiert. Die Muslime geben es selber zu. Die sagt, schaut euch nur um in unserer Umma. Wer konvertiert zum Islam? Es sind nur die Frauen unserer Brüder, die zum Islam konvertieren. Keiner konvertiert zum Islam. Ha! So sieht's aus. Und dann gibt's einen Sheikh aus Somalia oder Sudan oder wo der Typ herkommt, der eine ganze Predigt darüber hält, wie man Abtrünnige dann ab in den Kochtopf mit denen, versteht ihr? TikTok-sportlich. Ist Mariam wieder da? Mariam, bist du da? Das ist unfassbar. Ich muss direkt an den großen Kochtopf von hier Majestätix denken, oder wie der Typ heißt. Wie heißt der, dieser Druide, Druide von Asterix und Obelix? Der mit diesem weißen langen Bart. Der macht einen Zaubertrank. Mit Dr. Superscher. Ich gehe auf Miraculix, genau. Einfach Miraculix, ey. Er hatte auch so einen riesen Topf gehabt. Habt ihr gesehen? Wo dann der Obelix irgendwie da reingefallen ist. Kennt ihr das noch? Diese Geschichte, wie der Obelix auf einmal so stark geworden ist. Der ist einfach in diesen Kochtopf gefallen, wo dieser Zaubertrank drin war. Ja, und dann, wenn man so einen super Sheikh wie mich und so eine super Sheikhin wie Mariam dann da reintut, da hast du auch Zaubertrank. Nur so kann man das ertragen, ihr Lieben. Nur so kann man das ertragen. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich. Das kannst du keinem erzählen, was hier in Deutschland abgeht. Das ist unglaublich. Beziehungsweise in den islamischen Schriften. Einfach Finger in die Vulva eines 8-jährigen Kindes zu. Ja. Das kommt auch noch dazu. Warme wird schlicht. Ekelhafte Sekte. Boah, übel. Ganzen Körper, boah, bewegt dich. Ich kotze gleich. Boah, ich brauche Luft. Das ist ein Dreck. Dreck. Das kannst du gar nicht mit Worten fassen. Oh. Wie kann man sowas in seinen Büchern verzeichnet haben? Das ist unglaublich. Nein, ich musste gerade spucken. Ich habe nicht gekotzt, aber habe Kotzgefühl gehabt. Das ist krank, ne? Ja, das befindet sich im Buch von Ibn Qudama in Al-Mughni, Band 10, Seite 152. Da findet ihr das. Band 10, Seite 152. Es gibt keine Strafe für den Mann, der seinen Finger in die Vulva von einem Kleinkind dann reintut. Position ungenau. Suche Satelliten. Klingt doch sportlich. Nein, Band 10, Seite 152, nicht 240.
ich habe das durch, ich bin ja in Kontakt mit so einem Arabisch-Muttersprachler, der islamisches Recht auch studiert hat. Und ich ihn immer frage bezüglich der Quellen. Er hat das eindeutig bestätigt, ja. Er meinte, ja, das steht eindeutig so in seinem Buch. Und das ist das Allerekelhafteste, was er selber gelesen hat, ne? Widerwärtige. Ja, in der Online-Ausgabe findet ihr das. Warte, ich sag euch das sofort. Oh, Verstoßverwarnung. Dein Live wurde wegen sexuellen anzügliche Inhalte gemeldet. Wiederholte Verstöße können dazu führen, dass dein Live eingestellt wird. Krass. Wahnsinn. Moin. Morgen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ebenso, ebenso. Ich habe wieder einen tollen Hadith gerade gelesen. Ja? Sahih Muslim 511. Warte, ich guck mal. Aber nichts Anstößiges bitte, ne? Die melden mich wie verrückt. Die wollen, dass ich aufgehalten werde. Ich leg dir in ihren eigenen Büchern. Ja, ich weiß, aber wir können es nicht mal vorlesen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, ja, ist ja okay, ist ja okay. Aber da kommt jetzt keine Beleidigung vor. Da kommt jetzt keine Beleidigung vor. Warte mal, Muslim 511? Mhm. Sei Muslim. Ja, ich hab's. The message of Allah said a woman and as and a dog disrupt the prayer. But something like the back of a saddle guards against that. Ja. Die Frau wird dort sehr, sehr hoch gehalten. Natürlich. Sehr hoch. Sehr hoch, ja. Ja. So hoch wie kein Mann zuvor. Ja, genau. Das Gebet, das Gebet wird annulliert durch eine Frau, ein Esel und ein Hund. Esel und Hunde sind auch so hoch in Islam. Ja, natürlich. Die sind nämlich Najis. Hörte Prophet Mohammed, sag er weh. Ey Leute, ich glaube, ich gehe jetzt raus, bevor der Stream gesperrt wird, ja? Ich muss raus, Leute. Danke dir für den Hadith, ja, mein Lieber. Gott segne dich. Ja, ebenso. Ja, besser ist das, bevor ich diesen Account jetzt auch noch hier gesperrt bekomme oder was, ne? Ich guck mal, dass ich eventuell dann heute Abend live komme, ja, ihr Wundervollen. Gott segne euch. Ja, Gottes Segen, Amen, danke für deinen Stream. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Komm, lass uns noch einmal schnell beten und dann gehen wir raus. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir wieder Aufklärungsarbeit betreiben konnten, Herr, dass wir einen weiteren Tag haben, um dich zu ehren, loben und zu preisen, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, ja, viele Seelen zu erreichen durch diese Plattform, Herr. Dass sie die Botschaft hören, Herr Jesus Christus, dass sie erkennen, dass du der wahrhaftige Gott bist, Herr, dass nur du allein retten kannst, Herr Jesus Christus, und Religion uns nicht weiterbringen. Religionen sind in sich tot, du bist das ewige, lebendige Wort Gottes, das Mensch wurde und für uns bezahlt hat, Herr. Hab Dank für deine Güte, Gnade und Liebe, Herr Jesus Christus. Wir fühlen uns wirklich in deiner Gegenwart sehr gut aufbewahrt und dein Wort soll Gesetz sein in unserem Herzen, Herr Jesus Christus. Hab Dank für alles, Herr. Wir beten auch wieder für unsere Geschwister, Herr, die das Leid durchmachen müssen, Herr Jesus Christus, dass du ihnen das Leid ersparst, Herr Jesus Christus. Aber auch für die Menschen, die gerade hier drinnen sind, auch die Muslime, dass du ihnen die Augen öffnest, Herr, dass du ja ihre Familien segnest, Herr, dass sie auch zum Glauben finden zu dir, Herr, dass sie errettet werden, denn wir lieben die Menschen, Herr, und möchten natürlich, dass sie gerettet werden. Wir beten auch für Israel und Palästina, Herr, dass du dort Gnade mit den Menschen hast, Herr, dass das bald aufhört. Aber nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Okay. Danke, ihr Lieben. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Geschenke. Danke für die ganzen Likes. Gottes Segen, ihr Lieben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, euren Namen im Buch des Lebens verzeichnet haben.
und dass ihr immer in der Liebe wandelt und das Böse mit Gutem überwindet. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben, dann eventuell bis heute Abend oder ja, bis morgen. Ja, ich denke, dass ich dann morgen eventuell den YouTube-Stream dann durchziehe. Mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Ihr müsst auch bitte Verständnis haben, dass ich das irgendwie auch nicht irgendwie hinkriege wegen der Zeit, ne? Gottes Segen, ihr Wundervollen. Macht's gut.